Also, so liebe Leute, ich möchte heute einmal einen Input bringen zum Thema, ist die Bibel entwohnt oder nicht? Und es ist ein sehr schwieriges Thema. Für Leute, die mit der Bibel nichts anfangen können, eigentlich gut für Christen, ist es nicht ein schwieriges Thema, aber es ist ein sehr umstrittenes Thema und ein Thema, das nicht sehr viel hergibt, weil es eben wie soll ich sagen, es ist eigentlich, die Diskussion ist eigentlich nicht der Punkt, um das, wo es geht. Es geht nicht sehr wohl um das, aber der Punkt ist, dass man nicht einfach irgendetwas so ins Blaue raus kann glauben. Also, wenn man bei dieser Diskussion eine Bibel entwohnt ist oder nicht, muss man zuerst einmal, bevor man die Diskussion überhaupt anfängt, muss man erklären, was Glauben eigentlich ist und was eigentlich das ausmacht, wo wir glauben, alle, auch die Atheisten oder Christen, das, wo wir persönlich unser Glaubensgebilde beinhaltet. Warum glauben wir, was wir glauben? Und bevor man diskutiert, ob die Bibel entworfen ist oder nicht, muss man zuerst einmal das diskutieren. Dass, wieso, dass wir überhaupt an die Sachen glauben, die wir glauben. Und dass eben, selbst wenn die Bibel ein unglaubliches Buch ist, ein Buch, das absolut starker Tobak ist, das können wir glauben. Also, da stehen unglaubliche Sachen drin, die mit der neutralen Brille von einem Atheist betrachtet unmöglich können wahr sein, oder? Und von dem her muss man zuerst einmal diskutieren, wieso glaubst du an Atheismus? Also wieso bist du überzeugt vom Atheismus? Muss man zuerst mal die andere Seite diskutieren. Wieso in Europa sind wir so überzeugt vom Atheismus? Wieso glauben wir das so vehement? Und das hat genauso Gründe, wie es auch Gründe gibt, an die Bibel zu glauben. Und da muss man zuerst das erklären. Also bei einem Glaubensgebilde, das ist immer so, der Mensch, die Sachen, die wir glauben, die glauben wir immer, immer, da gibt es keine Ausnahmen, immer, aufgrund von unseren Erfahrungen. Also wenn du irgendeine Theorie vor dir hast und die macht irgendeine Aussage über das Leben, die Theorie, solange wie die, das nur eine Theorie ist und das nicht wirklich Hand und Fuß hat und wirklich Fleisch im Knochen ist, kannst du das vielleicht für wahr halten, aber das bringt gar niemandem etwas. Also, die Sachen, die du glaubst, die verdichten sich mit deinen Erfahrungen. Und aufgrund von deinen Erfahrungen zieht der Mensch gewisse Schlüsse im Leben und sagt, das und das ist die Wahrheit. Und so ist das Leben und das Universum. Oder? Aufgrund von unseren Erfahrungen kommen wir zu gewissen Schlüssen und aufgrund von diesen Schlüssen sagen wir, das ist wahr und das ist gelogen, das ist Blödsinn. Oder wie wir filtern und unterscheiden. Und die Bibel formuliert es so, die sagt, der Glaube ohne Werk ist tot. Das heisst, eine Theorie, wo du nie die Erfahrung gemacht hast, dass das könnte wahr sein, dass es wirklich so ist, das ist tot, das hat kein Fleisch im Knochen, das ist nur eine Furztheorie, oder? Und von dem her muss man zuerst das Thema diskutieren, wieso glauben wir, was wir glauben, oder? Und das sieht man ja auch in der Geschichte der Menschheit. Machen wir ein ganz banales Beispiel, zum Beispiel Flugzeuge. Wenn ich heute jemandem sage, es gibt Flugzeuge, das ist logisch, das ist absolut bierenweich, darüber zu diskutieren, ob es Flugzeuge gibt oder nicht. Oder? Also das ist die dümmste Diskussion, wo man sich vorstellen kann, ob es jetzt Flugzeuge gibt oder ob es die nicht gibt. Oder? Also eine dümmere Diskussion als das gibt es eigentlich nicht, aber vor 400 Jahren ist das sehr wohl eine Diskussion. Vor 400 Jahren, wenn du mit einem diskutiert hättest, ob der Mensch mal fliegen kann und ob es mal Maschinen gibt, wo man kann damit rumfliegen, da hat er vielleicht 20% gesagt, ja klar, das wird es einmal geben. Also es hat vielleicht ganz sicher ganz viele Leute gegeben, die gesagt haben, das ist Teufelswerk, das wird es nie geben, das ist Hexerei. Oder ganz komische, für uns, ganz komische Vorstellungen wären da rum gewesen.
Und wieso ist denn das so? Wieso ist das für heute uns, für uns völlig banal, dass es Flugzeug gibt und völlig klar? Und vor 400 Jahren ist das überhaupt nicht klar gewesen. Und das liegt ja genau an den Erfahrungen. Für uns ist Flugzeug sind heute für uns eine völlig alltägliche Erfahrung. Und darum Bubi einfach das glauben. Und vor 400 Jahren hat es das nicht gegeben. Und die Leute haben die entsprechende Erfahrung nicht können machen, dass man rumfliegen kann. Und darum ist das Teufelswerk gewesen oder Hexerei. Und das sind die entsprechenden Erfahrungen gewesen oder Pseudo-Erfahrungen, die die Leute gemacht haben. Und dann hat man die Sachen so erklärt. Oder weil ihr Lebensfundament so, das Glaubensgebilde so ausgesehen hat, dann hat man das entsprechend im Glaubensgebilde, hat man die Sachen so erklärt vor 400 Jahren, oder? Und mit den spirituellen Sachen ist es genau gleich, das ist nicht anders. Wenn du nie spirituell einen spirituellen Weg gehst, ja, wie sollst du entsprechende spirituelle Erfahrungen machen? Ohne jemals Schritt zu machen auf dem Weg, wirst du auch gar nie spirituelle Erfahrungen machen, wenn du niemals spirituelle Schritte machst. Wirst du nie spirituelle Erfahrungen machen. Das ist sowas von klar. Da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Das ist so banal. Und wenn du natürlich nie spirituelle Erfahrungen machst, und nehmen wir an, du bist ein Wissenschaftler, also hast an der Uni studiert oder was weiß ich, und hast immer nur die wissenschaftliche Komponente erlebt und erfahren und deine ganzen Erklärungsgebilde sind, haben immer nur auf dem fundiert, ja, dann ist logisch, dass du die ganze Welt so siehst und dass du die ganze Welt so erklärst. Das ist sowas von logisch. Und um wirklich können über spirituelle Sachen diskutieren und können mitschwätzen, das kannst du nicht, wenn du ein Leben lang nie irgendetwas Spirituelles angegangen bist. Das geht doch gar nicht. Das ist wie wenn einer über Physik, über Relativitätstheorie diskutiert und vielleicht einmal ein PM-Heftchen gelesen hat. Das ist etwas Gleiches. Und der das PM-Heftchen gelesen hat, der hat natürlich einen positiven Bericht gelesen über die Relativitätstheorie. Der wird keine Mühe haben damit, an die Relativitätstheorie glauben. Aber einer, der sich jetzt will zum Thema Bibel auslassen und natürlich immer nur ein Leben lang in der Schule und an der Uni gehört hat, Gott gibt's nicht, Gott gibt's nicht, Gott gibt's nicht, hahaha, ha, ha, schau mal die doofen Christen, die glauben an einen Gott, das hat man früher gemacht, der gibt's nicht. Und dann gibt's vielleicht auch noch die Leute, die gesagt haben, doch, Gott gibt's, aber es ist die grundhaltige Botschaft in Europa, die grundlegende Message ist, Gott gibt's nicht, oder? Und wenn du das 20, 30 Jahre lang eingerichtet bekommen hast und dann kommt einer mit der Bibel, ja, dann ist mal die erste grundsätzliche Reaktion, der ist nicht im ganzen Bachen und das ist nicht etwas, wo erstaunlich ist, sondern das ist etwas ganz Normales, etwas ganz Banales, genauso wie wenn vor 400 Jahren einer daher spaziert gekommen wäre und erzählt hätte, dass ich in einer Stunde von London auf New York geflogen, der wäre auf dem Scheiterhaufen gelandet. Und genauso lande ich heute auf dem Scheiterhaufen, wenn du sagst, Jesus ist geworden und der Weg und das Leben. Weil einfach die Leute den Bezug einfach völlig nicht mehr haben. Und das ist nicht etwas, was nicht normal ist, das ist etwas, was so ist, so funktioniert. Und darum, wenn du willst diskutieren darüber, ob die Bibel wahr ist, mach zuerst einmal deine Hausaufgaben. Also wenn du ein völlig unspiritueller Mensch bist und willst diskutieren, ob die Bibel wahr ist oder nicht, dann sage ich dir einfach, du bist fehl am Platz. Dann mach zuerst einmal deine Hausaufgaben. Und das ist auch die falsche Diskussion, weil so ein Mensch, der will eigentlich nur, es gibt nur einen Grund, wieso dass er darüber diskutieren will, ob die Bibel geworden ist oder nicht. So ein Mensch, der sich nie im Leben darum bemüht, herauszufinden, ob es Gott gibt oder nicht, der sich nie um spirituelle Erfahrungen bemüht, der will nur darüber diskutieren, ob die Bibel geworden ist oder nicht, damit er sich herausreden kann. Das ist das einzige Motiv, die Bibel als Lüge herzustellen, damit er fein raus ist und kann weiterfahren in seinem materialistischen und Leben. Und nichts muss ändern. Es geht eigentlich nur um das. Dass er damit eher Recht hat, so also wie wir natürlich alle auch, die Christen sind auch nur Menschen, auch wir werden natürlich Recht haben, das ist klar. Wir sind auch Egoisten und sind Menschen, die sich toll fühlen, wenn sie Recht haben. Das geht uns nicht anders. Jeder Mensch ist gleich gestrickt, logisch. Wir sind auch nicht besser. Aber einfach nur so
einfach so pauschal Bibeln aburteilen, ohne überhaupt irgendwelche spirituellen Erfahrungen gemacht zu haben. Das ist eigentlich völlig unfair und eigentlich auch heuchlerisch. Also, und einfach aus einer theoretischen Haltung aus der Bibeln abzuspeisen, das ist etwas, was nicht geht und was eigentlich lachhaft ist, auf einen Grund genommen. Und was eigentlich nur darum geht, ja, die Bibeln ist Kabis, ich kann so weiterleben wie bisher, ich kann so leben, wie es mir passt eigentlich. Um das geht es eigentlich, weil die Bibel ist eigentlich ein Buch, das sagt, du kannst eben nicht so leben, wie es dir passt. Das ist eigentlich die Botschaft der Bibel und die passt natürlich uns allen nicht. Und dann ist die erste Haltung mal eine ablehnende, oder? Sage ich ja, das Buch sagt, ich kann nicht so leben, wie es mir passt, also ist es sicher mal falsch. Und ich bin richtig, oder? Das ist mal die erste Haltung und Gott gibt es einen Weg nicht. Ich lebe so, wie es mir passt und schau mal die ganze Sklaverei, die Kirche eingeführt hat und der Gott ist doch böse und bla 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 bla, oder? Und wir haben doch Aufklärung und schau mal die Freiheit, die wir heute haben und die haben wir dank dem, dass wir die Religion abgeschafft haben, oder? Das ist so die grundsätzliche Argumentationslinie, oder? Und so argumentiert man, wenn man ein Leben lang noch nie spirituelle Erfahrung gemacht hat. Und dann kannst du natürlich so argumentieren. Wenn du nie irgendwie eine übernatürliche Erfahrung gemacht hast, dann ist klar, Gott ist tot und Religion ist Opium fürs Volk, weil du hast die Erfahrungen nicht. Du hast nie so ein Erlebnis gemacht und denkst, hey, was ist denn das? Was geht da ab? Oder wenn du nie so eine Erfahrung im Leben gemacht hast, hey, was ist das für ein Zufall? Oder wenn irgendetwas so mega Stranges passiert in deinem Leben, dann denkst du, was ist denn das für ein Zufall? Wieso passiert jetzt das? Und einfach du das nicht mehr kannst erklären mit deinem wissenschaftlichen Weltbild, wenn du nie so eine Erfahrung gemacht hast in deinem Leben, dann wirst du alles immer auf der wissenschaftlichen Schiene erklären. Das ist völlig normal und auch nichts Spezielles. Und um darüber diskutieren, ob die Bibel geworden ist oder nicht, da gehören gewisse Erfahrungen dazu. Und um wirklich die Gewissheit haben, ich sage jetzt Gewissheit, zum Wissen, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass die Bibel geworden ist. Und das ist ein Wissen, liebe Leute, das ist nicht ein Hoffen oder ein hoffentliches Bibel geworden, sondern das ist ein du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt. Aber das geht nicht ohne die Erfahrungen. Das auch ein Christ kann das nicht. Da gehören jahrelange Erfahrungen dazu, um können sagen, und ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass mein Gott lebt. Und dass das, was mein Gott sagt, Wort ist. Da gehört Erfahrung dazu, da gehört vieles dazu. Das kann man nicht einfach in einer zweiminütigen Diskussion abhökeln. Das geht nicht. Und, also darum ist es eigentlich so, dass man entsprechende Erfahrungen machen muss. Und es ist ja im Leben, auch in einem anderen Bereich ist es nicht anders. Also nehmen wir zum Beispiel das Thema Drogen. Also ich habe in meinem Leben kurze Zeit ein bisschen Gras geraucht. Vielleicht ein halbes Jahr lang habe ich einmal vielleicht einmal im Monat habe ich einmal mitgekifft. Also insgesamt etwa 6 Mal. Habe ich Gras geraucht. Und das erste Mal, als ich das geraucht habe, oder vielleicht mal auch schon vorher, mal einen Kuchen gegessen oder was, ich weiß nicht mehr genau, es sind mal mehr wieder in dem Seid, irgendwie der Haschcake, nein, ich weiß nicht, wie es heisst, meine Güte, ich weiß nicht mal mehr, wie man so auf einer Kuchen sagt, gut, ist schon lange her, egal. Auf jeden Fall, das erste Mal, wo man so eine Erfahrung macht, ist eine spannende Erfahrung, oder? Vorher hat man noch nie Drogen genommen. Man hat noch nie so etwas konsumiert und weiss nicht, dass es diese Sachen gibt. Man hat null Ahnung von dem. Und trotzdem würde es ja keinen Sinn kommen und sagen, die Sachen gibt es nicht. Und warum sagt man, die Sachen gibt es? Weil einem Leute davon erzählt haben. Die erzählen, hey, wenn du da das Böllchen da frissst, dann hast du da, bist happy drauf oder so. Und dann glaubst du diesen Leuten das. Aber du hast selber keine Hand und Fuß, um das zu glauben, weil du es noch nie erlebt hast, aber du hast die Erfahrung gemacht im Leben, dass die und die Kollegen, wenn die etwas erzählen, dann ist das so. Und darum hast du die Erfahrung gemacht, denen kannst du vertrauen, oder?
Und umgekehrt hast du vielleicht bei den Christen die Erfahrung gemacht, und die wollen einen ständig bekehren und die erzählen immer von ihrem Jesus und die, wenn du sagst, nein, das stimmt nicht, dann fangen sie einfach widersprechen und es ist mühsam mit denen diskutieren und die kannst du nicht vervollnehmen, oder? Und das ist vielleicht dann so deine Erfahrung und dann glaubst du denen vielleicht zuerst einmal einfach nicht, oder? Und der mit dem Böllerli kommt und der erzählt, was für ein toller Trip das da ist, wenn du das Böllerli schlägst, dem glaubst, weil du vielleicht schon lange so Kollegen hast, oder einfach weil's glaubwürdig ist, oder? Und dann spickst du mal so ein Böllerli und dann erlebst du den Trip, oder? Also, beim Haschisch ist es das einfach, man ist ein bisschen benebelt und es fühlt sich ein bisschen wohlig an, oder? Und man ist ein bisschen gaga und kommt dann irgendwie nach 2 Stunden, kommst dann wieder oben runter und so, oder? Und dann macht man die Erfahrung. Oder? Und dann kommt irgendeiner und sagt, ja, das gibt's gar nicht. Haschisch ist nur, das ist nur in deinem Kopf, das ist alles nur Blödsinn. Also das bildest du dir alles nur ein. Und dann denkst du, was ist denn das für ein? Also, ist der im ganz Backen? Was erzählt der für Scheiß? Und dann sagst du, Gott sei Dank, probier doch mal dran, nimm doch mal so ein Böllerli, anstatt so ein Seich, erzähl. Und dann sagt er, nein, das Böllerli nehme ich nicht. Du bist ein Böse. Nein, geht's eigentlich noch? Sie nehmen sicher nicht so ein Böllerli. Und dann läuft er beleidigt davon, oder? Und dann denkst du, was ist das für einer gewesen? Also dem sollte man fast helfen, oder? Also, der müsste unbedingt mal so ein Böllerli nehmen, oder? Damit er das auch mal erlebt. Und so, also jetzt im Natürlichen, ist ja das so, wenn du mal die Erfahrung gemacht hast vom Haschisch, dann darüber diskutieren, ob das Haschisch jetzt existiert oder nicht und ob das alles nur Fantasie und Einbildung ist, das wäre die dümmste Diskussion, die man sich vorstellen könnte, nachdem du die Erfahrung gemacht hast. Da musst du nicht mehr darüber diskutieren, ob Haschisch nur eine Einbildung ist und ob das Haschisch nur ein Fantasiekonstrukt ist. Also das wäre so etwas von einer dummen Diskussion. Aber die Diskussion ist sowas von dumm, weil du die entsprechenden Erfahrungen gemacht hast. Ich meine, vor 400 Jahren auch wieder genau das gleiche Thema, wo man vielleicht Haschisch noch nicht so kennt. Gut, das hat man wahrscheinlich dann schon kennt. Aber nehmen wir mal an, irgendwo in einem Land, wo man das nicht kennt, wo es kein Gras gibt, die diskutieren über Haschisch, da wäre es vielleicht noch eher möglich, so eine Diskussion, dass die Leute sagen, du bist doch nicht mehr ganz wach, das gibt es doch nicht. Aber ich denke, Drogen gibt es in allen Kulturen, das kennen alle, aber bei Leuten, die jetzt das nicht würden kennen, die würden auch sagen, du bist nicht ganz wach. Und dort wäre so eine Diskussion berechtigt, oder, über das diskutieren, wenn es die Leute nicht kennen, wenn sie die Erfahrungen nicht kennen, dann diskutiert man über so Zeug. Oder auch mit dem Spirituellen ist das nicht anders. Und der Punkt, was halt im Spirituellen dazu kommt, beim Spirituellen kommt eine Komponente dazu, wo es sonst so nicht gibt, und zwar Spirituelle in dem Sinn eigentlich eine riesen Herausforderung an uns Menschen darstellt. Weil ja eigentlich die Bibel die Behauptung aufstellt, dass du und ich, dass wir daneben sind. Und das ist eine zünftige Herausforderung. Also ich meine, wer hätte schon gerne so eine heftige Kritik? So eine heftige Kritik, also die Bibel sagt, was steht im Römerbrief? Otterngift ist unter ihren Lippen, auf ihren Wegen ist lauter Schaden und Jammer. Und ich meine, so etwas akzeptiert niemand einfach so ratzfatz. Wenn du so völlig demontiert wirst und das ganze Selbstgerechtigkeitsmäntel in Stück gerissen wird, und das Buch sagt, du musst dich ändern, also du musst natürlich nicht, aber so wie du jetzt bist, hast du ein Problem. Die Bibel sagt dir nicht, du bist nicht in der Ordnung, die Bibel sagt auch nicht, du bist nicht angenommen, aber die Bibel sagt, wir haben ein Problem. Und das ist klar, dass die Leute Vögel überkommen und Bäume draufgehen und sagen, das Buch ist falsch und ich der Richtige. Also das ist klar bei so einer Botschaft. Und viele, eben die meisten kennen eben nur die eine Seite von der Medaille, die Christen, die sagen, ja, die dürfen keine Technoparty feiern und die dürfen keinen Sex haben vor der Ehe und die dürfen das nicht und die dürfen das nicht und die dürfen das nicht. Und das ist ja auch nicht ganz falsch, aber die andere Seite von der Medaille, dass wir Geliebte sind, dass wir angenommen sind, dass es ein wunderbarer Gott gibt, der uns Paradies schenkt. Also ich meine, über das dürfen wir ja dann auch schon wieder nicht mehr reden, da ist man auch schon nicht mehr ganz bach, wenn man so Sachen erzählt.
Und so Sachen kann man eigentlich auch erst darüber diskutieren, wenn du mal da gewesen bist in dem Paradies. Und dann lachen die Leute auch schon wieder, wenn ich sage, wenn du mal da gewesen bist. Das ist, weil die Leute die Erfahrungen nie gemacht haben. Da kannst du lange erzählen, ich bin im Paradies gewesen. Die Leute lachen dich aus. Weil die Leute noch nie dorthin gegangen sind. Aber ins Paradies, da kann jeder hergehen. Genauso wie du das Grastablettchen kannst spicken, kannst du auch ins Paradies gehen. Aber, und das ist das, was viele nicht verstehen. Natürlich, es gibt Leute, die wirklich physisch mit dem Körper wirklich im vollen Bewusstsein im Paradies gewesen sind. Aber das ist natürlich nicht die normale Erfahrung, die du als spiritueller Mensch machst. Die normale Erfahrung ist die, dass du zuerst einmal in der Fantasie in das Paradies gehst. Und das ist das, was viele nicht checken und wo viele belächeln, die überhaupt keinen spirituellen oder geistlichen Hintergrund haben, wo wir haben mit dem, wo eigentlich die Fantasie völlig als nichtig abtönt. Aber für einen spirituellen Mensch ist eigentlich klar, dass Fantasie sehr wohl eine Realität ist und nicht einfach nur Fantasie. Und für Kinder ist das auch völlig etwas logisch und klar. Aber wir als erwachsene, normalerweise atheistische geprägte erwachsene Menschen, wir sind so lange auf dem Planeten, in dem Leben, wo eben in dieser kausalen Welt, wo eben die Natur, die kausalen Naturgesetze gelten. In dieser Welt, in der kausalen Welt, gelten die kausalen Naturgesetze. Wenn du einen Stein fallen lässt, der Stein fällt ab, und zwar immer. Das heisst, Ursache und Wirkung. Alles, was ich mache, ist eine Ursache und hat eine Wirkung, und zwar meistens die gleiche. Und wir leben in dieser Welt, wo es einfach ohne Verbarmen hat es Konsequenzen. Alles, was du machst, hat Konsequenzen ohne Verbarmen. Natürlich, das Verbarmen gibt es auch in dieser Welt. Aber normalerweise, wenn dir der Stein auf den Fuß geht, kannst du nicht sagen, bitte, lieber Stein, käme er jetzt nicht auf den Fuß, dann geht er einfach auf den Fuß, fertig. Dann kannst du lange um Verbarmen bitten, oder? In dieser kausalen Welt. Und wenn du eben lange in dieser kausalen Welt unterwegs gewesen bist, als Erwachsener, die Kinder natürlich nicht, die sind noch nicht so lange in dieser kausalen Welt unterwegs, die haben noch viel mehr in Fantasie, oder? Weil sie eben aus der anderen Welt kommen, wo eben die Fantasie auch ein Naturgesetz ist. Nicht so wie bei uns. Und die haben mit dem überhaupt keine Mühe, dass Fantasie keine Realität sein kann. Darum spielen sie ja auch. Darum stellen sich die Kinder ja auch das Lego-Männchen vor und stellen sich vor, dass sie jetzt der Prinz Parzival oder was weiß ich. Und für Kinder ist das absolute Realität. Weil es eben im Jenseits in der anderen Welt eben das ein Naturgesetz ist, dass deine Fantasie eben auch real ist. Nicht nur, es gibt eben dort keine Kausalität in der anderen Welt. So, also es gibt es vielleicht schon, ich bin noch nie so wirklich so, ich kann jetzt nicht aus Erfahrung reden, gell, aber ich erkläre es so. Und eigentlich erst aufgrund von dieser Basis, aufgrund von gewissen Erfahrungen, kann man sagen, du, vielleicht ist doch etwas an dieser Bibel. Vielleicht ist an dieser Bibel doch etwas. Oder erst aufgrund von so Erfahrungen kann man erst eigentlich wirklich an die Bibel hergehen. Und vorher ist es eigentlich nur eine Alibi-Übung, eine Alibi-Diskussion. Vorher geht es eigentlich nur darum, ja, die Bibel ist falsch, dann muss ich nicht dran glauben, dann muss ich, hat es keine Konsequenzen für mich. Also, ich bin schon richtig. Vorher ist es eigentlich nur die Alibi-Diskussion, wenn man darüber diskutiert, ob die Bibel eine Lüge ist oder geworden. Vorher geht es eigentlich nur um eine Alibi-Übung, dass ich fein raus bin und mein Leben so kann weiterleben, wie ich will. Es geht eigentlich nur um das bei dieser Diskussion. Vorher, bevor man so Erfahrungen gemacht hat. Und darum, also normalerweise, wenn es um Erfahrungen geht, wie macht man Erfahrungen im Leben? Also Erfahrungen macht man, wenn man etwas ausprobiert. Also das ist eigentlich etwas völlig Normales. Etwas völlig Banales, was man eigentlich niemandem muss erklären. Wenn ich wissen will, wie ein LSD-Trip ist, dann muss ich eine LSD-Tablette schlucken. Das habe ich jetzt in meinem Leben noch nie gemacht. Und sollte man auch nicht unbedingt machen. Das ist vielleicht nicht empfehlenswert. Aber ja, weil gewisse Leute auf einem ewigen Trip hängen bleiben, weil es doch relativ gefährlich ist. Aber also das ist das normale Vorgehen im Leben, oder? Und mit dem Spirituellen ist das genau gleich. Alles andere ist eine faule Ausrede. Alles andere. Und das Doofe ist, beim Spirituellen
weil eben die Komponente von Gut und Böse dazukommt, ist es eben nicht ein neutrales Terrain. Das ist der Punkt. Spiritualität ist nie ein neutrales Terrain. Du kannst diskutieren über Relativitätstheorie, ob jetzt die Quarks so rumfliegen oder ob die Elektronen spinnen in die Richtung oder in die Richtung. Das ist alles neutral. Aber Spiritualität ist ein Terrain, wo nicht mehr neutral ist, wo es darum geht, da geht es gut und das ist die Wahrheit und da geht es böse und das ist die Lüge. Und da stand ich, irgendjeder von euch steht da irgendwo dazwischen und das ist kein neutrales Terrain. Sobald es um Gut und Böse, sobald es um Moral, sobald es um Sünd und ums Böse und wo ist das Böse in mir, was ist an mir böse und was ist an mir auch gut, das ist absolut kein neutrales Terrain mehr. Da sind wir alle ganz, ganz hoch persönlich selber betroffen. Weil das Böse steckt in mir. Und wenn mir einer kommt und sagt, du bist ein Böser, dann tut das verdammt weh. Wenn einer sagt, du bist daneben, dann tut mir das weh. Und dann ist das kein neutrales Terrain mehr. Und darum, Spiritualität ist nie ein neutrales Terrain. Das ist nicht ein neutrales Thema, wo man neutral darüber diskutieren kann. Das geht nicht. Da kann man nicht neutral darüber diskutieren, weil es immer polarisiert. Also da werden dich jetzt Buddhisten widersprechen. Buddhisten, die tun ja natürlich, die haben eine Horrorform polarisieren. Oder die sagen, ja, nicht polarisieren, einfach alles ist eins. Alles ist gut, auf Deutsch gesagt. Das Böse ist gut und das Gute ist gut und alles ist gut und einfach gut und gut, oder? Und einfach ja nicht, gar nichts, oder? Also das, beim Buddhismus Fundament ist ja das Nichts. Gut, ich kenne den Buddhismus nicht so gut, ich lasse mich jetzt ein bisschen auf den Test raus. Aber da ist eigentlich, das ist das pure Gegenteil von Polarisation, die würden jetzt behaupten, nein, Spiritualität ist das Gegenteil von Polarisieren, ist absolut neutral. Als Christ natürlich nicht. Als Christ beschäftigt man sich mit dem Thema Gut und Böse. Als Buddhist nicht. Als Buddhist nicht die ersten zwei Pole. Und sagst, ja, weder noch, oder? Und als Christ sagst du, nein, Gerechtigkeit ist Gerechtigkeit, Wort ist Wort. Und das erlebt ja auch jeder von uns am eigenen Leib jeden Tag. Wenn dir einer frech kommt, dann tut das weh. Weil eben das weh tut und weil es eben nicht gut ist. Und wenn es weh tut, dann gibt es das Thema Gerechtigkeit. Und zum Thema Gerechtigkeit, wenn du gibt es aber auch das Thema Gnade, es gibt das Thema Vergehen, es gibt das Thema Rache, nicht Vergehen. All die Themen, die haben mit Gut und Böse, mit Gerechtigkeit zu tun, persönlicher Schmerz, Unrecht, das einem widerfährt. Und das ist Realität, das ist das Leben. Das erleben wir alle zusammen, jeden Tag neu, dass wir Schmerzen erleben und leiden müssen wegen Ungerechtigkeit. Wegen Ungerechtigkeit. Und Ungerechtigkeit ist Ungerechtigkeit, nichts anderes. Und da müssen wir nicht reden, wir müssen nicht sagen, Ungerechtigkeit ist gut, das ist Blödsinn. Ungerechtigkeit ist nie gut. Ungerechtigkeit ist immer böse. Und das wollen, das Gute und das Böse wollen aus der Welt raus philosophieren und sagen, alles ist gut, das ist einfach das, was der Vogel Strauss macht. Das ist das, was der Vogel Strauss macht, den Kopf in den Sand stecken und dort unten im Sand, dort sieht man nicht viel und dort ist die Welt gut, oder? Und oben drüber, über dem Sand, ist vielleicht der Leu, der sich am Anschleichen ist und der Vogel Strauss gleich auffrisst. Also, das kann man machen, ein Leben lang den Kopf in den Sand stecken, aber man kann auch die Realität anschauen und sagen, nein, der Planet ist alles andere als gut, wenn wir ehrlich sind. Wenn wir ehrlich sind, ist der Planet alles andere als gut und einfach sich zurückziehen und sagen, es ist alles gut, ich darf einfach nicht polarisieren. Ich darf einfach nicht polarisieren. Ist das die Lösung? Ist nicht die Wahrheit die Lösung? Ist nicht die Wahrheit die Lösung? Die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, der Planet hat ein Problem. Das ist doch die Wahrheit. Wenn man die Welt anschaut, muss man doch sagen, der Planet hat ein Problem. Und was ist denn das Problem von dem Planet? Das Problem hat drei Buchstaben. Ein I und das C und das H, oder? Das ist doch das Problem von dem Planet. Das I und das C und das H. Ich und nach mir die Sintflut, oder?
Das ist doch das Problem von dem Planet. Ich brauche noch eine Million mehr und die Armen sollen wegen meiner verrecken. Oder ich brauche das noch. Ja, die in China, die müssen das 14 Stunden produzieren am Tag. Aber es ist mir doch scheisse gleich, wenn es nur einen Franken kostet. Also da fängt doch das Problem an. Bei dem Ich, bei dem Ego. Und das sieht, das sagt ja der Buddhismus. Ego ist das Problem von dieser Welt. Also das Fundament von dem Problem. Auf dem Fundament vom Ego fängt doch all die Probleme, die wir alle haben, an. Auf dem Fundament vom Ego. Ich, der hier die Wäsche nie wäsche und danke Lita Lolo die Wäsche wäsche für mich, faules ich bin, oder? Schon, da fährt das Problem schon mal an, oder? Okay, also, ja, eben, so viel zum Thema spirituelle Diskussionen und da braucht's, weil eben die Diskussionen nicht neutral sind, braucht's Demut, um in so einer Diskussion einen Schritt vorwärts zu machen. Weil der Stolz wird nie zugeben, dass ich falsch bin. Der Stolz, und es kommt natürlich auch darauf an, ob mir jemand in Liebe sagt, schau, das und das solltest du anders machen im Leben. Das ist ein riesen Unterschied, wie wenn jemand sagt, du bist daneben und jetzt gibt er endlich Mühe. Oder? Das ist ein himmelweiter Unterschied. Manchmal ist es aber auch dran, dass einer sagt, du bist daneben und jetzt gibt er endlich Mühe. Manchmal braucht es auch damals. Weil wir einmal so verbohrt sind, dass wir einfach nicht mehr hören. Und wenn einer mit Liebe etwas sagt, hören wir einfach nicht mehr. Und dann braucht es manchmal wirklich einen Stammpauken. Aber es ist immer viel einfacher auf die Liebe zu hören. Viel angenehmer, logisch. Und darum, bei dieser Diskussion darüber, ob die Bibel das Wort ist, das kannst du von deinen persönlichen Erfahrungen nie trennen, die Diskussion. Und darum geht es eigentlich nicht darum, es geht bei der, wenn du jetzt die Frage stellst, ist die Bibel das Wort oder nicht, es geht nicht darum, eine schnelle Antwort zu bekommen und das Thema schnell abzuhökeln, sondern bei dieser Frage geht es darum, dass du, und zwar du, ganz persönlich spirituelle Erfahrungen und Erlebnisse kannst machen und aufgrund von diesen Erfahrungen und Erlebnissen ganz persönlich für dich kannst entscheiden, ist die Bibel gelogen und das Märchenbuch oder die Wort. Aufgrund von diesen Erfahrungen und nicht aufgrund von einer Diskussion. Und wenn du nicht demütig bist, weil es kein neutrales Terrain ist, weil es eine Herausforderung an deinen Stolz und an deinen Lebensstil ist, wirst du mit Stolz in dieser Diskussion nie herkommen. Wirst du dich weigern, die Erfahrungen zu machen. Du wirst dich weigern, auf eine spirituelle Ebene dir zu begeben, weil es eine herausfordernde Ebene ist. An deinen Stolz und an deine Selbstgerechtigkeit, an dein ja, Überzeugtsein von dir selber. Und das ist ein schwieriger Weg, wo Demut braucht, wo an deinem Stolz kratzt, wo dich zur Ehrlichkeit herausfordert. Nicht einfach, das Buch ist Kabis und ich bin schon richtig. Nein, es fordert Ehrlichkeit heraus, es fordert Demut. Und ohne das, also diskutieren, ob Bibel geworden ist, das sowieso schon gar nicht, aber schon nur die spirituellen Erfahrungen werden schwierig, ohne die Demut. Und eigentlich geht es bei dieser Diskussion darum, bist du bereit, solche Erfahrungen zu machen, oder bist du zu dem nicht bereit? Eigentlich geht es um das. Bist du bereit, spirituelle Erfahrungen zu suchen? Suchen, ich sage jetzt zu suchen, und dich auf das einzulassen, oder tust du das gerade sofort abtun und sagen, das ist sowieso nur Kabis, das kommt für mich sowieso nicht in Frage und interessiert mich sowieso nicht. Und wenn du die zweite Haltung hast, wirst du nie so Erfahrungen machen und wirst immer behaupten,
Bibel sei ein Märchenbuch. Immer. Ein Leben lang. Du wirst nur die Erfahrungen, wirst nur zum Schluss kommen, dass die Bibel das Wort ist, wenn du entsprechende Erfahrungen gemacht hast. Und auch die Erfahrungen wirst du nur machen können, wenn du ein gewisses Level an Demut hast. Nicht vorher. Und der Punkt ist, oft sind wir natürlich nicht bereit, auf das Level von der Demut runterzugehen und wirklich ehrlich zu fragen, ob die Bibel das Wort ist. Oft sind wir nicht bereit, wirklich ehrlich zu suchen und ehrlich zu fragen, ob die Bibel das Wort ist, sondern wir machen es oft aus einem Hochmut, wenn wir Gott nicht kennen. Und oft braucht es dann halt einfach einen Schicksalsschlag, dass man die Demut wirklich einfach annehmen kann, dass man einfach mal am Boden ist. Und einfach sagen, so kann es nicht weitergehen. Und dann, erst dann eigentlich die Demut im Leben, dass wir die eigentlich erst dann haben. Und eigentlich erst wirklich dann bereit sind, uns auf gewisse Erfahrungen einzulassen, spirituelle. Und eigentlich auch erst dann wirklich können zu dieser Erkenntnis finden, dass die Bibel eben doch geworden ist, selbst wenn es ein haarsträubendes Buch ist. Und eigentlich möchte ich euch jetzt für die, die wirklich das da offen sind und das möchten ausprobieren, möchte ich jetzt mit euch auf so eine spirituelle Erfahrung einladen. Und jetzt, ich habe Physik studiert, früher, bevor ich gläubig geworden bin, also ich habe nachher noch studiert, aber ich bin Physiker, und also Naturwissenschaftler in dem Sinn. Und als Naturwissenschaftler gibt es einen ganz banalen, einfachen Ansatz, der sich auch in der Naturwissenschaft wunderbar bewährt hat. Und der Ansatz heisst Experiment. Und das ist eigentlich nicht ein neues Konzept, das jetzt nur naturwissenschaftlich wäre. Das Konzept gibt es eigentlich immer im Leben. Aber im Leben nennt man es natürlich nicht Experiment, das ist natürlich ein wissenschaftlicher Begriff. Aber wie das Beispiel, das ich vorher mit dem Grasböllchen gebracht habe, auch das, jetzt im naturwissenschaftlichen Sinn formuliert, ist auch ein Experiment. Man schluckt einmal so ein Grasböllchen und dann weiss man, wie das ist, so eine Grastrip. Und dann kann man mitschwätzen und weiss, was das bedeutet, so ein Trip, oder? Und im Geistlichen ist es ungefähr gleich. Man macht einmal, man probiert einmal. Und dann vielleicht spürt man nachher etwas von dem Gott, oder vielleicht passiert irgendwie etwas ganz, ganz Komisches nachher, wo man so nie erwartet hat, und man probiert es einfach mal aus, oder? Und auf das möchte ich euch jetzt einladen, dass wir jetzt das mal das Experiment machen, die Wissenschaftler formuliert, dass wir jetzt das mal ausprobieren. Weil sonst machen wir nie die Erfahrungen, oder? Und wir haben jetzt eine halbe Stunde lang darüber diskutiert, über die Erfahrungen. Und jetzt machen wir es konkret, weil eine Predigt, ohne dass man es umsetzt, das nützt nie etwas. Man muss es umsetzen und jetzt setzen wir das um. Probieren wir etwas aus. Und jetzt probieren wir aus eine spirituelle Erfahrung. Und natürlich, die sind vielleicht viele Atheisten, vielleicht sind haben einen spirituellen Hintergrund, sind vielleicht Buddhisten oder sind vielleicht Moslem oder was weiß ich, die haben vielleicht schon einen spirituellen Hintergrund, dann ist das vielleicht alles nichts Neues, was ich euch da erzähle. Auf jeden Fall, wie macht man eine Erfahrung? Man probiert es aus. Also wie macht man eine spirituelle Erfahrung? Natürlich, indem man die einfach sucht. Vielleicht die einen würden jetzt meditieren, man sitzt einfach her und zieht sich in seine Seele zurück, man probiert seine Seele zu beobachten, das ist vielleicht eher der buddhistische Weg, man tut meditieren und so, oder? Und das ist sicher auch ein Weg, aber wir haben jetzt darüber diskutieren, ob die Bibel das Wort ist, und wir haben sie ja von der Wort, oder? Es geht uns eigentlich nicht darum, einfach eine spirituelle Erfahrung zu machen, sondern eine spirituelle Erfahrung kann man schnell machen, sondern es geht um die Worte. Und ich behaupte jetzt das mal, du kannst Spiritualität und Wahrheit, das darf man nicht trennen. Das kann man trennen, aber man sollte nicht. Es ist eine gefährliche Sache, das zu trennen. Weil man ist schnell mal auf dem Gebiet Nein, wie soll ich das erklären? Eben, ich habe euch vorher gesagt, es ist nicht ein neutrales Gebiet. Und darum ist es ganz wichtig, dass man auf dem spirituellen Weg spirituelle Erfahrungen und die Worte nicht trennen. Also, ich rede jetzt nicht von Dogmen. Dogmen ist etwas, wo man einfach vor dir herklatscht und das musst du glauben und fertig. Ich rede nicht von dem. Aber ich rede von dem, dass in der spirituellen Welt dort existieren nicht nur der gute Pol, sondern da gibt es auch einen Pol von der Finsternis in der spirituellen Welt. Und
wenn man sich in die spirituelle Welt begibt, begibt man sich in ein Land, wo nicht mehr neutral ist und wo es eine Finsternis gibt. Und wenn man neutral in die spirituelle Welt geht und weder für das Licht noch für die Finsternispartei ergreift, dann ist man schnell bei der Finsternis. Also wenn man nicht bei der Wahrheit bleibt, ist man schnell nicht mehr der Wahrheit. Man hat zwar spirituelle Erfahrungen, aber es ist wichtig, dass das, was man glaubt, die Wahrheit ist. Das ist immer im Leben wichtig. Dass ich an die Wahrheit glaube und nicht an Lüge glaube. Es nützt mir nie, die Lüge macht nie frei. Die Lüge nimmt immer gefangen. Wenn ich an Lüge glaube, dass ich 5-mal am Tag muss beten, dann muss ich 5-mal am Tag beten. Sonst habe ich ein schlechtes Gewissen, sonst geht es mir scheiße. Und ich bin gefangen in dieser Lüge, dass ich 5-mal am Tag muss beten und sonst nicht ins Paradies darf. Und das ist eine Lüge, die mich gefangen setzt. Und die Wahrheit macht das Gegenteil. Die Wahrheit setzt nie gefangen, sondern die Wahrheit setzt frei. Selbst wenn die Wahrheit auf den ersten Blick einschränkt, sie setzt immer frei. Und die Lüge setzt immer gefangen. Und darum ist es wichtig, dass wenn wir in die spirituelle Welt gehen, dass wir zuerst uns mit dem Thema Wahrheit auseinandersetzen. Und darum machen wir jetzt das Experiment mit der Wahrheit. Also es ist wichtig, es gibt ja in dieser spirituellen Welt gibt's verschiedene Mächte und verschiedene Grössen und verschiedene, es gibt Engelwesen, es gibt Dämonenwesen, es gibt Regionen, wo ganz anders aussehen als diese Welt. Es gibt auch den Himmel, also die Bibel beschreibt ein bisschen das Jerusalem mit den Toren, die Stadttor, wo eine riesige Perlen ist, so eine Stadttor. Und die Strassen sind aus Gold, aber das Gold ist nicht so wie unser Gold. Das Gold ist durchsichtig. Und in die Welt ist anders. Kann man sich ungefähr so vorstellen wie Narnia oder wie The Lord of the Rings. Es ist ähnlich. Und es ist nicht unsere, die Welt so, wie wir sie hier kennen. Es ist eine andere Welt. Und doch ein Stück weit, man kann dort hergehen in die Welt, in der Fantasie kann man dort hergehen. Aber es ist, Fantasie ist nicht etwas Fixes. Also der eine wird es so erleben, der andere wird es so erleben und doch ist es eine Realität. Und vermutlich, wenn wir mal dort sind, werden wir es wieder alle gleich erleben. Und es gilt eine andere Naturgesetz in dieser Welt. Es ist eher so ein bisschen so wie in einem Traum. Also du kannst ja den Traum mit deinem Willen, mit deinem Glauben beeinflussen. Und so ist es auch ein bisschen in dieser Welt. Also in dieser Welt ist der Glaube ist ein Naturgesetz. Und in unserer Welt ist es Kausalität, oder? Aber doch... Und trotzdem gibt es, die Wahrheit ist trotzdem eine Grösse, die eine wichtige Grösse ist und auch in dieser Welt existiert. Und darum ist etwas, wo wir jetzt bei dieser spirituellen Erfahrung, wo wir die Wahrheit nicht auslassen wollen. Und jetzt eine mögliche spirituelle Erfahrung, wo man jetzt ganz einfach ein Experiment machen kann, man kann mit Gott reden. Also das eine wäre meditieren, oder? Man kann sich in sich zurückziehen, dann macht man spirituelle Erlebnisse. Aber das hat nicht mit Gott in dem Sinn nichts zu tun, solange ich mich nicht auf Gott ausrichte. Sobald ich mich auf Gott ausrichte, sehr wohl. Aber bei der Meditation, das ist einfach, was man da macht, ist ein intensives Erleben. Aber es spielt immer eine Rolle, auf was richte ich mich aus. Und das, auf was du dich in der Meditation ausrichtest, das erlebst du viel intensiver. Wenn du dich auf deine Seele ausrichtest, erlebst du deine Seele intensiver. Wenn du dich auf gewisse Seelenströme ausrichtest, erlebst du das intensiv, oder? Aber das ist immer noch alles Ego, das bist du. Und eigentlich in dem Sinn, natürlich, du erlebst dein Geistwesen und alles, durch das, dass du in die spirituelle Welt gehst in der Meditation. Aber es bist immer noch du. Oh, das ist eigentlich in dem Sinn schon etwas Neues, aber es bist du. Es ist nicht etwas anderes, oder? Und du kannst dich aber genau gleich in der Meditation auf Gott ausrichten. Wenn es den gibt. Wenn es Gott gibt, kann man sich auf den ausrichten in der Meditation und kann rausgespüren, was spüre ich da? Was spüre ich da, wenn ich an Gott denke? Oder wenn ich an Gott als Person, oder falls es die Person überhaupt gibt. Das wäre jetzt ein mögliches Experiment, um herauszufinden, gibt es Gott oder gibt es Gott nicht. Kann man sich probieren meditieren und mal rausgespüren, man denkt einfach an Gott. Wenn es nicht gibt, spürst du nichts.
wenn es ihn gibt, spürst du etwas. Und ist klar, Gott ist Liebe, das heisst, du wirst Liebe spüren, oder? Und so lernt man Gott kennen. Und wenn du natürlich ein Leben lang arbeiten, rumsäckeln, auch mein Buschi ist am Brüllen und meine Frau will auch noch etwas und ich muss morgen sofort wieder arbeiten, der Vortrag muss noch fertig sein. Ja, wie willst du da Gott spüren? Also, den spürst du natürlich auch, aber wenn du ein Leben lang behauptest, es gibt ihn nicht, ja, wie soll das gehen? Wie soll das gehen, wenn man sich die Zeit nie nimmt, oder? Wie soll das gehen? Und dann wirst du ewig behaupten, das ist ein Märchen. Das ist nichts Neues, ist etwas völlig Normales. Wenn du ewig im Leben rumsäckelst und nie wirklich herhockst, wirst du immer behaupten, das ist ein Märchen. Du musst es ausprobieren, oder? Der andere Weg, jetzt, wenn du nicht willst, meditieren willst, wäre einfach mal reden. Und vielleicht hast du auch Mühe mit dem Konzept Gott. Das ist ja nicht das Konzept, es ist eine Person, es ist eine ganz liebe Person übrigens. Wenn du Mühe hast mit dieser Person, die ich jetzt Gott nenne, und das ist ja auch, kann man verstehen, dass man das hat. Also da hat Gott auch keinen Stress damit, oder? Wenn man jetzt mit dem Mühe hat, dann kann man es auch anders nennen. Dann sagt man einfach Leben, dann sagt man vielleicht Liebe, dann sagt man Wort, dann sagt man Schicksal, oder? Also so, als ich Gott kennengelernt habe, ich habe dem nicht Gott gesagt. Ich habe schon gesagt, du scheiss Schicksal, oder? Also ich habe eine Freundin gehabt und ich habe immer Pech gehabt mit, also nicht immer, aber oft Pech gehabt mit den Frauen. Ich bin auch natürlich verzweifelt auf der Suche gewesen und dann hat man natürlich Pech mit den Frauen. Logisch, wenn man nicht loslassen kann, oder? Und sich klammert. Und dann sind die mir natürlich immer davon gelaufen und dann, hatte ich eine Freundin gehabt, und die haben wir ein halbes Jahr zusammen telefoniert. Sie war in San Francisco gewesen, oder? Und ich bin sie dann besuchen, ein halbes Jahr später. Und kurz bevor ich ins Flugzeug gehockt bin, hat sie dann noch gesagt, ja, wir sind dann aber nicht mehr zusammen, gell, das ist dann nichts und so. Und ich, aha, ja, aber ich habe das Billett schon gehabt, oder? Bei dem in San Francisco. Und sie hat sich einen Tag lang nicht blicken lassen. Sie war natürlich Christin gewesen. Ich war Punky gewesen, mit grünen Haaren und so, Militärhose und Kette, oder? Und die war froh gewesen, ist sie los gewesen, oder? Und dann nachher bin ich die besuchen, oder? Und die hat einen Horror gehabt. Die war bei Jugend mit einer Mission gewesen, oder? Als Missionarin. Jetzt kommt ihr Ex-Punky-Freund sich besuchen, oder? Und die müssen vor allem erklären, dass das ihr Ex-Freund ist, oder? Und dann bin ich dort auf San Francisco gekommen und sie hat in einem Haus gewohnt mit lauter Frauen, oder? Und ich meine, als Christ ist klar, das sind gewisse Tabus, man hat keinen Sex vor der Ehe und auch zusammen im gleichen Bett schlafen, wenn man nicht heiraten ist, das macht man nicht, oder? Und dann taucht da ihren Ex-Freund auf, ein Pönki mit grünen Haaren und Kette und Militärhosen, oder? Und dann hat sie sich zuerst mal einen Tag lang nicht blicken lassen und hat mir dann gesagt, ja, du kannst nicht bei mir wohnen, weil die in diesem Haus haben nur Frauen gewohnt, oder? Dann hat sie gesagt, du kannst nicht bei mir wohnen, du musst jetzt hier in der Base wohnen. Also die Base, das ist schon mit einer Mission, die haben so eine Base gehabt in San Francisco, also ein Haus, wo so ein bisschen die Basis war, wo so dazugehört hat. Und dann hat sie ausserhalb in einem anderen Haus gewohnt mit ein paar Frauen, oder? Dann hat sie gesagt, du kannst nicht bei mir wohnen, oder? Und ich habe oder verliebt gewesen und es hat weh gemacht, oder? Und dann bin ich hässig geworden. Und dann habe ich angefangen zu schwätzen mit meinem Schicksal. Und dann habe ich gesagt, du blödes Scheiss-Schicksal, du dummes Scheiss-Schicksal, oder? Wieso habe ich immer das Pech mit diesen Frauen? Und jetzt wollte ich eine Antwort. Wieso, dass ich immer so Pech habe mit diesen Frauen? Und so habe ich mit meinem Schicksal geredet, oder? Und das kennen ihr vielleicht auch. Vielleicht habt ihr auch schon so etwas gemacht einmal. Und es ist eine Antwort gekommen. Also ich habe jetzt nicht gesagt, Gott oder so, aber ich habe eine Antwort bekommen. Es ist wie eine Antwort gekommen, es ist nicht eine Stimme oder so, aber es ist wie ein Eindruck, eine Antwort gekommen. Und die Antwort hat gesagt, jetzt machst du einfach das Beste aus der Situation und es ist kein Zufall, dass du hier in einer Kirche wohnst. Ja, aha. Also gut, machen wir das Beste aus der Situation, kein Problem. Ja, also dann helfen wir da mit, wie denen, die haben Gassenabend gemacht mit den Obdachlosen. Also gut, machen wir halt mit, wie wir mitschaffen und machen das Beste daraus und helfen denen Obdachlosen mit. Und das habe ich nachher gemacht, oder? Und das sind alles so komische, sogenannte Zufälle passiert. Also ja, dann ist mir langweilig gewesen, hat mir ein Buch gegeben zum Lesen. Und das ist so von einem Prophet gewesen. Ich habe nie gehört, dass es Propheten gibt und natürlich alles das nicht gewusst, aber ist mir eigentlich auch egal gewesen und einfach nichts zum Lesen gehabt, ist mir langweilig gewesen. Ich habe mal das Buch gelesen, oder? Und das Buch, das ist eine Vision gewesen, die er beschrieben hat.
Und heute, ich weiss, der Prophet ist nicht über jeden Zweifel erhaben, das weiss ich heute, aber trotzdem, ich habe das Buch mal gelesen gehabt. Und es war so ein bisschen wie ein Fantasy-Roman geschrieben gewesen, so Herr der Ringe und so. Also da sind so Engel her gewesen und Dämonen her und die haben gegeneinander gekämpft und Christen sind da gewesen, man hat viel Bogen geschossen von der Wort und viel von der Liebe und Zeug und es war so eine Schlacht beschrieben gewesen und da war ein Berg gewesen, wo man musste hochklettern und dann hat es so Geheimnisse gegeben auf dem Berg. Also so wie, und hat mit weissen Nadeln geredet und alles so Sachen. Also ganz eine fantasievolle Welt. Nicht viel anders als Herr der Ringe oder Narnia, oder? Und ich habe das gelesen und habe eigentlich nichts verstanden mit dem Buch. Und auch nicht gemerkt, dass ich gar nichts verstand. Und ich lese das Buch und dann ist eine andere Frau gekommen, das war auch eine Schweizerin gewesen. Und sagt so, hä? Ah, du liest Rick Schottner. Ah, übrigens, an dem Wochenende, am Freitag, wenn du zurück in die Schweiz gehst, ist dann eine Konferenz in Winterthur und Rick Joyner ist dann an dieser Konferenz. Und das Buch hat mir ja nicht die gegeben. Das hat mir irgendeinen Amerikaner hat mir das Buch gegeben. Der hat nicht gewusst, dass es die Konferenz am Freitag in der Schweiz ist. Ist irgendein Buch von irgendeinem Typ, noch nie gehört von dem. Und exakt an dem Wochenende, wenn ich ins Flugzeug hocke und Kloten ankomme, von Kloten auf Winterthur sind es 10 Minuten, nicht mehr, 10 Minuten mit dem Zug. Genau, genau an dem Wochenende ist genau der Typ, der das Buch geschrieben hat, dort in Winterthur und verzapft irgendetwas. Und es ist kein Schweizer, es ist ein Amerikaner. Was macht die in Winterthur? Hey, was soll der Zufall? Was soll das? Oder? Und das sind die Erfahrungen, die ich davon rede, oder? Plötzlich machst du Erfahrungen. Was geht da? Wieso lese ich jetzt das Buch? Und, also ich habe das nicht so heftig erlebt. Ich habe es nicht gross darüber nachher studiert. Ich bin nicht so ausgeflippt ab dieser Erfahrung. Das machen wir ja oft nicht, oder? Und ich habe mich dann entschieden, an die Konferenz zu gehen, oder? Weil ich wollte wissen, was der Zufall soll. Und das ist ja so, wenn wir im Leben so Perlen überkommen, wenn wir so Zufälle und so Perlen überkommen, dann ist wichtig, dass wir dem nachkommen. Und nicht einfach das Köfferli packen und sagen, oh, das interessiert mich nicht, es ist mir scheisse gleich, der Zufall, das Leben geht weiter, ich muss morgen arbeiten, oder? Das dürfen wir nicht. So dürfen wir mit solchen Perlen nicht umgehen, oder? Sonst kommen sie nicht, die Perlen. Nicole, grazie. Okay. So. Und das sind so Erfahrungen, gut, ich habe dann auch noch andere Erfahrungen gemacht, auch mit Jesus spezifisch, also jetzt nicht ihn erlebt, am Anfang nicht, aber ich habe einfach auch, wir haben Gassenabend gemacht mit den Obdachlosen, oder? Wir haben denen Brötchen gebracht und Cookies und kalte Schoki und so und haben die getröstet. Und das ist ganz, ganz, ganz eine schöne Erfahrung gewesen für mich. Ich habe ja bist du denn gewesen? Ich habe Physik studiert und ich bin das Leben lang immer nur an die Schule gegangen. Und ich habe nie eine Lehre gemacht, ich habe nie wirklich müssen hart arbeiten und eigentlich ein Leben lang immer nur um mich gedreht. Also ich an der Schule, ich habe intelligent gewesen, nie Mühe gehabt mit Noten und so, immer können durchschleifen. Und es ist immer nur um ich und nochmal ich gegangen, habe in einer Band gespielt, habe Erfolg gehabt mit dieser Band, bin viel im Mittelpunkt gestanden mit dieser Band, wir haben die Leute haben uns angehimmelt. Und mein Leben hat eigentlich nur um mich gedreht. Es ist eigentlich nur darum gegangen, dass ich das eben sicher kann sein und der Rest hat mich nicht gross interessiert, oder? Und so ist eigentlich auch oft unser Leben, vielleicht gibt es Leute, die da weitere Fortschritte gemacht haben, als ich auch ohne Gott, also das gibt es ja auch. Aber so hat mein Leben ausgesehen, einfach Ego-Trip pur. Oder? Und auch heute habe ich mit dem Mühe, bin ich oft auch selbstzentriert, egozentriert. Das ist auch heute das Problem, das ich habe. Aber ich gebe mir Mühe und ich tue mir auch viel verschenken. Also das ist ja auch eine Stärke, wenn man so ein starkes Ego hat, kann man eben auch sich ganz fest verschenken. Das ist nicht nur ein Problem, sondern eben auch eine Stärke und auch eben genau auch eine Aufgabe, die man so eben auch mitbekommen hat. Wenn man ein starkes Ego hat, ist man eigentlich ein Leitertyp und man kann eben auch ganz viele Menschen aus der Asche rauslüpfen, so. Mit der Kraft, die man bekommen hat, die eben nicht für sich, für einen selber ist, sondern wenn man so eine extreme Kraft hat, sondern eben eigentlich für die Schwachen. Und dann ist es absolut okay, dann ist man halt mal ab und zu ein bisschen ein Ego, aber man darf es eben nicht festheben, man muss es weitergeben. Auf jeden Fall, das ist jetzt so gewesen, wir haben dann einen Obdachlosen gedient. Und das ist das erste Mal gewesen in meinem Leben,
wo ich einfach gedient habe und es einmal nicht um mich gegangen ist. Also die Obdachlose, ich habe nicht mit denen zu tun gehabt. Was hat mir die gebracht? Die hat mir absolut nichts gebracht, oder? Und da ist absolut nicht um mich gegangen, denen zu helfen, denen zu dienen. Das ist nur um die Leute gegangen, nur denen zu lieb tun. Und das habe ich so in meinem Leben nie gemacht gehabt. Also, klar, vielleicht schon, du bist mit den Kollegen nett gewesen und mit in der Schule, in der Klasse, man ist nett gewesen miteinander. Klar, das habe ich alles gemacht, aber nicht einfach so völlig selbstlos. Jetzt geht es einfach nicht um mich, jetzt geht es einfach nur darum, denen zu helfen, und zwar bewusst. Bewusst jetzt einfach denen Obdachlosen helfen. Und nicht irgendwie, ja, was komme ich über, irgendwie, wenn ich Sozialarbeiter werde, oder habe ich gute Karriereperspektiven und kann, okay, ich kann einen guten Zapfen Lohn heimbringen und kann dann noch irgendwie nebenbei noch etwas Gutes. Und nein, ich habe absolut null für das, nichts, gar nichts für das überkommen, absolut nichts. Und habe denen einfach dient, ohne irgendeinen persönlichen Vorteil, oder? Und das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich so in dem Sinn etwas gemacht habe, ohne 0,000 persönlichen Vorteil, oder? Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich eigentlich, da hat es Obdachlose gegeben, die haben mich zusammengeschissen. Die haben gefunden, du Arschloch, du Sauhund, der Scheisschristen, der hure Wichserchristen, ficken euch, der Saucheiben. Also natürlich auf Englisch, ich weiß jetzt, weiss nicht mehr genau, was in anderen Details, was die Leute gesagt haben. Und ich war Pönki in dieser Zeit, ich bin nicht so ein Lämmli gewesen, ich bin auch heute noch nicht so ein Lämmli, aber die könnt euch vorstellen, wie ich ausgeflippt bin. Oder ich, also in meinem Herzen, ich habe gekocht, wie ein Dampfkochtopf. Ich habe mich schon beherrscht, ich bin nicht ausgeflippt, aber im Herzen habe ich gekocht. Ich denke, das gibt's nicht. Ich will dem Sauheib, dem Sauhund helfen und der gibt mir noch den ganzen Schlötterli gelebt, den ganzen Schlötterli Kübel aus mir raus. Ich habe so gekocht vor Hass, innerlich, oder? Ich habe den Typ unmöglich können lieben. Ich habe den sowas von gehasst, oder? Und dann, ich bin da am Kochen, das Ventil ist schon fast weggespickt bei mir, oder? Und die anderen im Grüppli, wo wir denen sind, helfen so, la 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 la. Was ist denn mit denen los? Wieso reden die nicht verrückt? Was ist mit denen los? Die sind von einem anderen Planet. Wie machen die das, oder? Und dann habe ich gemerkt, du, damit ich dem Obdachlosen kann Liebe geben, ich als Atheist, habe gemerkt, ich kann nur das geben, was da drin ist, da drinnen. Nur das kann ich geben. Ich kann das geben, was in meinem Herz ist. Das kann ich geben. Und ich habe gemerkt, damit in dem Herz Liebe ist, da ist Liebe drin, wenn einer lieb ist mit mir. Wenn einer lieb ist mit mir, dann kommt da ein bisschen Liebe in das Herz. Und die kann ich geben. Oder? Wenn aber der sagt, du hure Sauhund, Arschlochwichser, dann macht's Puff. Und die Liebe ist weg. Und da ist keine Liebe mehr drin, sondern Ketchup. Und dann kommt der Ketchup kommt raus und der Dampfkochtopfdeckel, der hält es fort und das kommt bei mir raus, oder? Das ist nachher noch drin. Und ich merke bei diesen Christen, woher haben denn die so eine Liebe? Wieso können die den immer noch gern haben, nachdem der denen Gott jämmerlich so einen Schlötterling anfängt? Wie können die den lieben? Ich kann das nicht, das geht nicht. Ich kann den nur lieben, wenn vorher eine Stunde lang mir in den Arm genommen, wenn meine Freundin ganz lieb war mit mir, dann kann ich den auch lieben. Aber da braucht es einen Haufen Liebe. Wie machen die das? Und merke bei denen. Bei mir, damit ich Liebe weitergeben kann, muss zuerst einer mir Liebe geben und dann habe ich ein bisschen und kann es geben. Bei denen kommt die Liebe von innen raus. Die Liebe kommt bei denen von innen raus. Die haben eine Quelle von Liebe, die ich nicht habe. Und das war eine Erfahrung. Eine Erfahrung, nicht eine Theorie. Das habe ich mit meinen Augen gesehen. Die haben irgendwoher Liebe, wo ich habe das nicht. Das ist unmöglich für mich, diesen Typ zu lieben. Das ist absolut unmöglich. Und die lieben den. Und das war eine Erfahrung. Das war nicht ein Gefasel von irgendeinem Christ. So und so und Jesus ist Liebe. Nein, das ist eine Erfahrung, die ich persönlich gesehen habe mit eigenen Augen und erlebt habe. Die Christen sind anders. Die sind nicht von diesem Planet. Was ist denn mit denen los? Sind das Außerirdische? Woher haben die so eine Liebe? Die sind nicht mehr von diesem Planet, die sind irgendwie, was sind das für Leute? Das war eine Erfahrung und aufgrund von dieser Erfahrung gesagt, ich verzapfe nicht mehr von dem Jesus. Irgendwas mit dem Jesus, da ist irgendetwas. Irgendetwas, was ich nicht weiss.
Das ist nicht irgendwo ein Geschichtli. Da ist irgendwas. Weil ich habe gesehen, da ist Liebe. Da ist die kommt aus denen raus, die Liebe. Die kommt von innen raus, aus denen raus. Da ist irgendwas ist mit dem Jesus. Und ich kenne das nicht. Ich weiß das nicht. Da ist irgendwas mit dem Jesus. Der Jesus, da ist irgendetwas. Aber ich habe nicht gesagt, ich muss jetzt das unbedingt wissen oder unbedingt herausfinden. Ich habe gemerkt, da ist irgendetwas, was ich nicht weiss. Und wo ich jetzt auch nicht gewusst habe, will ich das oder will ich das nicht. Das ist nicht um das gegangen. Ich habe etwas gesehen, einfach eine Erfahrung gemacht im Leben. Da ist mehr, als du bisher in deinem Leben geglaubt hast. Oder? So eine Erfahrung. Und ich bin dann an die Konferenz und dort habe ich dann wirklich mit Jesus angefangen zu schwätzen. Und hat dann Jesus angefangen zu spüren. Und das ist dann, ja, da könnte man jetzt stundenlang weiter erzählen. Ich habe dann Himmelfäden erlebt, jahrelang in einer Liebeswolke rumgelaufen. Klar, aber das geht schon viel zu weit. Das könnt ihr alles schon nicht glauben. Wenn man Jesus noch nie erlebt hat, kann man das nicht glauben. Da muss man, zuerst kommen die kleinen Schrittli. Und so einen Schrittli werden wir jetzt machen. Und für die, die das wollen, jetzt tun wir mal schwätzen. Und so wie ich dann so mal mit dem Schicksal geschwätzt habe, für die, die direkt ausprobieren wollen, könnt mit Jesus schwätzen, probiert es mal aus. Aber geht euch nicht nur zufrieden mit schwätzen, wenn ihr wisst, was Meditation ist, könnt ihr vielleicht meditieren, probiert Jesus zu spüren, euch vorzustellen, wie Jesus vor euch steht, in der Fantasie, oder? Es hat sehr viel mit Fantasie zu tun, Spiritualität. Wenn man Jesus erleben will, muss man Fantasie einsetzen. Man muss sich vorstellen, Jesus steht vor mir. Und dann wird es plötzlich mehr als Fantasie. Plötzlich fängt man den Jesus einfach zu spüren. Das könnt ihr alles ausprobieren. Wir machen jetzt aber ein kleines Experiment. Wir schwätzen jetzt zuerst einmal mit der Wort. Wir schwätzen jetzt nicht mit Jesus. Also Jesus sagt ja, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Für die, die das nicht glauben, die sagen, das ist Habasch, schwätzen wir jetzt einfach mit der Wort. Also die Wort ist klar, das ist etwas, wo jeder kann zustimmen, die Wort ist die Wort. Da muss man nicht darüber diskutieren, dass die Wort ist. Und jeder will eigentlich, dass das, was man glaubt, die Wort ist. Das ist auch klar. Oder? Also wir wollen die Wort glauben, wir wollen nicht irgendeinen Habasch glauben. Und als Atheist bist du wahrscheinlich voll überzeugt, dass der Atheismus die Wort ist. Oder? Und das ist ja auch legitim. Das ist nicht etwas, wo man jetzt muss sagen, du bist völlig daneben wegen dem. Aber du bist überzeugt, dass der Atheismus, wo du glaubst, die Wort ist. Und jetzt, wenn das aber so ist, dass die Wort nicht einfach nur ein Mechanismus oder ein Naturgesetz ist, sondern die Wort eine höhere Macht ist oder ein Wesen oder eine Kraft ist, zum Beispiel, dass man mit den Worten reden können. Und wenn man mit diesen Worten redet, dass man Antworten bekommt, zum Beispiel, dann kann man das ausprobieren. Man muss dem nicht Gott sagen. Man kann dem zum Beispiel Worte sagen, weil die Worte, das ist man nie falsch, wenn man mit den Worten redet. Also da kann man nicht falsch liegen, oder mit der Liebe, da kannst du nicht falsch liegen. Wenn mit der Liebe oder mit den Worten redest und das Wesen gibt, dann liegst du nie falsch, auch wenn du es nicht Gott nennst, dann liegst du nicht falsch. Weil Liebe ist ein Name von Gott, Wort ist ein Name von Gott. Auch wenn du dich weigerst, jetzt mit Gott zu reden. Kannst du mal mit der Wort oder mit der Liebe reden. Also machen wir jetzt reden wir mit der Wort. Und zwar geht es ja darum, Erfahrungen zu machen und spirituell den Horizont sozusagen zu erweitern. Und damit wir können ein neutrales Urteil fällen, ob es Gott gibt und was denn mit der Bibel ist und so. Und darum tun wir jetzt die Wort um das, genau um das bitten wir die Wort. Und da gibt es eine wichtige Bemerkung dazu, nämlich, dass die Liebe etwas ganz Wichtiges ist, um die Wort zu erkennen. Also Wort und Liebe kann man ja nicht trennen. Das heisst, wenn du eine spirituelle Erfahrung, es gibt viele spirituelle Erfahrungen, die man machen kann, aber sie müssen immer, wenn es dann selten Wort sein, muss es immer mit Liebe verbunden sein. An dem erkennst du Wort. An der Liebe, an der Frucht, Liebe, Geduld, Hoffnung, an dem erkennst du Wort. Und sobald es Angst macht, sobald es verwirrt, sobald es knechtet, sobald es unter Druck setzt, ist es nicht Wort. Und dann ist es etwas anderes, dann ist es nämlich Finsternis. Sobald eine spirituelle Erfahrung einengt, Angst macht, unter Druck setzt, stresst, ist es Finsternis, wo du erlebt hast. Und
wenn du Vertrauen hast, erlebst du natürlich Gott. Wenn du Angst hast, erlebst du Finsternis. Aber das ist nicht schlimm, das ist etwas Normales. Und darum machen wir das jetzt. Jetzt tun wir die Worte mit der Worte reden. Und es ist auch so, weil es eben die beiden Pole gibt, kannst du nicht alles, was du hörst, wenn du etwas hörst, kannst du nicht alles für bare Münze nehmen. Also wenn jetzt du in die Meditation gehst und du hörst jetzt etwas, also ich habe ja 14 Jahre Psychose gehabt, das hört man am Laufmeter-Zeug, oder? Aber das ist etwas, wo man bei einer Psychose relativ schnell sollte lernen, dass man die Stimme nicht für bare Münze kann nehmen oder nicht darf nehmen sogar, in einer Psychose. Aber es gibt natürlich sehr wohl die Stimme von Gott. Und es ist immer, wenn man auf den Weg sich begibt, Gott rauszuspüren und davon zu hören, dann muss man das lernen, dass eben nicht jede Stimme auch er ist. Und dass eigentlich nur die Stimme, die mit Liebe redet, wirklich Gott ist. Und anhand von dem kann man es unterscheiden. Wenn die Stimme, die redet, Liebe ist, dann weiss man, okay, das ist vermutlich ziemlich sicher Gott gewesen. Und wenn es eine stressige Stimme ist, die einem stresst, dann weiss man, don't be, lassen wir links liegen, die Stimme, oder? Und jetzt probieren wir es mal aus, jetzt reden wir mit der Wort. Und jetzt bitten wir die Wort, sich uns zu offenbaren. Das heisst, wir sind ja daran interessiert, ist die Bibel die Wort oder nicht, oder gibt es Gott, ist das ein Märchen, dass es Gott gibt. Und darum fragen wir jetzt die Wort diese Fragen. Also das ist eigentlich etwas ganz Banales, wenn man in spirituellen Angelegenheiten Fragen hat. Man kann von Pontius zu Pilatus rennen, man kann Professor, Doktor, Theolog so und so fragen, man kann den Rabbi so und so fragen, man kann den Imam so und so fragen, man kann stundenlang meditieren und irgendeine Antwort suchen, man kann aber einfach fragen. Man kann auch einfach eine Frage in die Luft fragen und dann gibt es eine Antwort. Und manchmal, wenn man Angst hat oder wenn man schon eine feste Einstellung hat, was man genau muss hören, dann hört man auch das, was man will hören. Oder wenn man Angst hat, hört man etwas, was Habasch ist. Das ist auch so, man kann nicht alles für bare in die Münze nehmen. Wenn es eine wichtige Frage ist, muss man sie immer prüfen. Man muss mehrmals eine Antwort bekommen, man muss eine andere Bestätigung bekommen. Wenn es um wichtige Entscheidungen geht und so, dann kann man nicht einfach schnell husch fragen und aha, so und so ist es. Oder? Das ist immer wichtig, dass man Bestätigungen hat, weil es halt eben die geistliche, unsichtbare Welt nicht in Stein gemeißelt ist. Das ist immer ein Unsicherheitsfaktor dabei. Oder? Aber jetzt tun wir mal die Frage stellen. Und zwar, ich tue jetzt mal das Beten. Wenn ihr wollt, könnt ihr mit mir das Beten. Ich nehme jetzt das Beten. Die könnt ihr einfach sagen, mit der Wort reden. Das spielt keine Rolle. Also ich tue jetzt mal Beten. Also liebe Wort, danke, dass du mit uns bist, dass du da bist. Und ich danke dir auch, dass du unser Leben lang begleitet hast, dass du immer da gewesen bist. Auch vielleicht, wenn wir jetzt dir nicht an dich geglaubt haben, wenn wir nie mit dir geschwätzt haben, wenn wir nicht gewusst haben, dass wir mit dir schwätzen kann. Danke, dass du uns kennst. Danke, dass du immer für uns da gewesen bist, uns immer zu essen besorgt hast, uns liebe Eltern. Vielleicht gibt es auch Leute, die nicht liebe Eltern haben, die schlimme Kindheit haben. Weiß nicht. Einfach danke für unser Leben, dass wir leben dürfen, dass wir es so haben dürfen haben, wie wir es haben. Und wir haben jetzt eine Frage an dich, Wort. Und ich möchte jetzt bitten, dass du uns alle, die da zuhören, eine Antwort ist auf die Frage. Und zwar, ich möchte bitten, dass du uns zeigst, ob es Gott gibt, ob das Wort ist, dass es Gott gibt. Und nicht einfach nur eine theoretische Antwort. Ich bitte dich auch, Wort, dass wenn es Gott gibt, dass wir ihn spüren dürfen und auch, dass wir seine Liebe dürfen spüren. Wenn das Wort ist, dass Gott uns so mega, mega, mega liebt, ich bitte dir, Wort, dass wir es erleben dürfen. Dass wir es spüren dürfen, dass wir die Liebe, die Gott für uns hat, dürfen spüren. Dass jeder, der da zulässt, die Liebe einmal erleben darf. Und einmal spüren und nicht einfach ein ewiges Versteckspiel von dem Gott. Wenn das alles wahr ist. Ich möchte dich bitten darum, Wort, dass du uns das zeigst und offenbarst. Und dann möchte ich dich auch noch bitten, Wort, dass du uns allen auch zeigst, was es mit Jesus auf sich hat. Wir haben es ja gehabt von der Frage, ist die Bibel die Wort oder nicht? Und Wort, ich möchte bitten, dass du uns zeigst, ist das Buch die Wort? Aber eigentlich mehr, zeig uns bitte zuerst, ist Jesus die Wort?
ist Jesus wirklich der, wo er gesagt hat, dass er es ist? Und er schmunzelt jetzt. Ich sehe ihn jetzt, wie er schmunzelt. Weil die Wahrheit ist nicht die Wahrheit, es ist Jesus. Jesus ist die Wahrheit. Er sagt sie über sich. Ich rede jetzt eigentlich schon die ganze Zeit mit Jesus. Und ich sehe ihn jetzt, wie er smilet. Er ist völlig am Grinsen. Aber, fahren wir weiter. Also, Wahrheit, ich bitte dich, dass du dich ihnen offenbarst und zeigst, was es mit Jesus auf sich hat und ihnen zeigst, ist es Habasch, was Jesus erzählt hat? Oder ist es, haben es alles nur die Jünger in das Buch hingeschrieben? Ist das alles nur eine blöde Erfindung, was da die Jünger aufgeschrieben haben? Oh, jetzt sehe ich die auch noch. Sie sind ein bisschen, nein, ich weiss doch auch nicht. Egal, das ist meine Fantasie. Vielleicht sind sie, haben sie auch Freude. Ich weiss doch auch nicht. Nein. Ja, auf jeden Fall, Jesus zeigt den Leuten wirklich und hilft auch den Leuten, nicht einfach so ein Pauschalurteil über die Bibel zu fällen und dann ist es abgehögelt. Nein, hilf uns allen, spirituelle Erfahrungen zu machen und wirklich übernatürliche Sachen zu erleben, sonst können wir ja gar nicht glauben. Wie wollen wir so ein Buch glauben, das voll ist mit übernatürlichem Zeug, wenn noch nie so etwas erlebt ist? Das kannst du doch gar nicht glauben. Und Wort, bitte, hilf uns, dass wir dürfen wirklich in die Demut kommen, dass wir so Erfahrungen können versuchen. Und gib uns Antworten, bitte. Amen. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Experiment, das man machen kann. Das ist jetzt so, wie anstatt, dass man jahrelang darüber diskutiert, über Haschisch, dass man mal so ein Gräschen spickt, oder? Anstatt jahrelang darüber diskutieren, ob das sinnvoll oder nein, sinnvoll, da kann man darüber diskutieren, aber ob das existiert oder nicht, probiert man es einfach mal aus. Und das wäre jetzt so ein Experiment, oder? Und der Clou ist, wenn du anfängst, so ein Leben zu leben und mit Gott oder so anfängst reden, dann machst du entsprechende Erfahrungen. Die Erfahrungen macht der Moslem, die Erfahrungen macht der Buddhist, die Erfahrungen macht der Christ. Das ist eigentlich nicht von den Erfahrungen her, natürlich ist es ein Unterschied, aber in dem Sinn, dass die Leute Erfahrungen machen, ist es kein Unterschied. Der Moslem macht genauso spirituelle Erfahrungen wie der Christ. Und aufgrund von diesen Erfahrungen glaubt er an Islam. Oder? Und der Buddhist tut meditieren und spürt Sachen im Meditieren und macht Erlebnisse und Erfahrungen. Und aufgrund von diesen Erfahrungen merkt er, du, das ist eine Realität, das ist nicht einfach anpassen. Und ich probiere die Sachen weiter aus, oder? Und darum sage ich, ist die Worte so wichtig, weil man kann vieles ausprobieren, man kann viele Wege einschlagen, aber ob es denn die Worte ist nochmal eine andere Frage. Und es ist interessant, was Jesus auch zum Thema Worte sagt, auch zum Thema andere Religionen. Jesus hat gesagt, es werden viele kommen in meinem Namen und werden sagen, ich bin's. An anderer Stelle hat er auch gesagt, alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und sind Räuber. Und wenn ein Mensch nicht durch Türen in den Schafstall geht, sondern durchs Fenster, dann ist er ein Dieb und der Räuber. Und er hat gesagt, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, der ist der Hirte der Schaf. Und alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und sind Räuber, aber die Leute haben nicht auf sie gehört. Und meine Schafe kennen meine Stimme. Also, wenn du die Weisheit liebst, wenn du die Worte liebst, noch kennst du die Stimme von der Worte. Die kennst, die erkennst, aha, jetzt muss ich hören, jetzt kommt etwas. Oder wenn du die Worte liebst, wenn du die Weisheit liebst, dann spürst du, jetzt kommt etwas, jetzt muss ich hören. Und wenn dann immer, manchmal tut die Worte auch weh, manchmal ist die Weisheit auch streng, manchmal ist die Weisheit unangenehm. Und wenn dann immer dein Herz verschlossen ist, dann spürst du, nein, das will ich jetzt nicht hören. Nein, das will ich jetzt genau nicht hören. Und das hat auch mit Liebe zu tun, ob du das, die Worte liebst oder ob du immer dieser Worte ausgewichen bist ein Leben lang. Und dann sagt Jesus, es werden viele kommen in meinem Namen und werden sagen, ich bin's. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und das ist jetzt wichtig. Viele machen im Christentum riesige Vorwürfe und sagen, schaut einmal die Kirche, schaut einmal die Kinderschänder und die dürfen nicht heiraten, die sind sexophob, oder? Die sagen, man darf nicht heiraten und so.
Und Jesus hat gesagt, an ihren Früchten werden sie erkennen. Er hat nicht gesagt, an der Gesamtfrucht von der Kirche werden sie erkennen. Er hat gesagt, jedes Individuum wirst du an der Frucht erkennen. Einer, der Pädophile, Priester ist und sexophob. Ja, logisch ist der nicht in der Wort. Das hat Jesus nie behauptet, dass er so ein Mann, so ein Mensch in der Wort ist und ein Repräsentant ist von Jesus. Das hat Jesus nie behauptet. Und so viele hängen Jesus Christus an der Kirche auf. Aber Jesus hat nie gesagt, dass ein pädophiler Priester irgendetwas mit Jesus Christus zu tun hat. So etwas hat Jesus nie behauptet. Und das Problem ist, dass ein grosser Teil von der Kirche so etwas von unglaubwürdig ist. Das ist das Problem, wieso viele Leute so eine Riesenmühe haben mit Jesus, weil so ein Riesenbrocken von der Kirche so unglaubwürdig ist. Und das ist ja der Grund, wieso so viele sich zum Atheismus entscheiden, weil einfach zum Teil Kirche wirklich lachhaft ist. Aber es ist ein himmelweiter Unterschied zwischen Leuten, ich sage jetzt nicht Christen, zwischen Leuten, die das Christentum missbrauchen für ihr Ego und Jesus Christus. Das ist ein himmelweiter riesen Unterschied und du kannst nicht. Natürlich macht man es so, man tut Jesus anhand von der Kirche beurteilen, das ist ja so, logisch, aber du musst das Christentum anhand von der Vorzeige Christen beurteilen. An einem Pfarrer Sieber musst du das Christentum messen. An einem Pfarrer Sieber und nicht an dem Pfarrer, der hier Pädophilie treibt. Das ist kein Beispiel für Jesus. Jesus war nie so wie der Pfarrer, der Pädophilie macht. Jesus ist, also wenn er irgendwie war, ist er so wie der Pfarrer selber, oder? Oder nicht? Also, wenn wir uns ein Bild machen von Jesus, dann sieht man eigentlich beim Pfarrer selber doch relativ. Wenn man sich Jesus vorstellen will, stellt man sich einen Pfarrer Sieber vor. Vielleicht war Jesus ein bisschen fadengrädiger als der Pfarrer Sieber. Ich weiß es nicht. Wir sind alle nicht dabei bei seinen Predigten. Keine Ahnung, aber so wie ein Pfarrer Sieber. Jesus war sicher in die Richtung und nicht so wie ein pädophiler Priester, oder? Also, ja. Und Jesus hat gesagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und das ist ein ganz, ganz, ganz ein wichtiges Kriterium, wenn man darüber urteilen will, ist etwas die Wort oder ist es nicht die Wort. Die Frucht ist das wichtigste Kriterium, um über etwas können urteilen. Und da kann man zum Beispiel auch über Islam urteilen. Ja, was ist die Frucht vom Islam? Da kann man über die katholische Kirche urteilen. Über den Vatikan. Was ist die Frucht vom Katholizismus? Pädophile Priester, Heuchelei, Götzendienst, Maria-Anbetung, Religiosität, sinnlose, 100.000 Rosenkranz ableiern und so. Also das ist nicht eine Frucht von der Wahrheit, ganz sicher nicht. Da kann man ein Urteil fällen über den Katholizismus, relativ schnell. Indem man Frucht alle, das ist die Frucht vom Islam, gut, es gibt einen Haufen tolle Moslems, die sich Mühe geben, die jeden Tag, die müssen ja jeden Tag ein gutes Werk machen. Ich weiss nicht, ob das ein Gesetz ist oder ob es, aber das ist so ein bisschen das, was sie sich als Standard setzen. Jeden Tag ein gutes Werk musst du als Muslim machen. Das machen ganz viele Muslims. Oder wenn du ein Obdachlos bist in der Schweiz, dann kannst du zu der Schweizer säckeln, wenn der Bach ist, machst du 20 Telefone, bis du ein Sofa hast. Wenn du einen Moslem fragst, sofort, dann gibt er sofort sein Sofa. Gut, in der Fremde ist natürlich anders. Es ist klar, die Ausländer sind Ausländer und die helfen noch schnell einmal, weil sie eben Ausländer sind. Das geht mir ja hier in Nicaragua nicht anders. Ich helfe auch allen, weil ich auch als Ausländer auf Hilfe angewiesen bin und dann ist man schneller bereit zu helfen, wenn man ein Einheimischer ist. Vielleicht ist es auch das. Aber meine Erfahrung ist in der Schweiz, dass wenn ich die Autos stöpple, meistens ist es ein Moslem, der mich mitnimmt. Oder ein Kurd oder irgendwie, ich weiß auch nicht. Und, also es gibt auch viele Schweizer, die mich mitnehmen, aber oft sind es Ausländer und Moslem oder irgendein Jude hat mich auch mal mitgenommen. Das war eine ganz spannende Erfahrung gewesen. Das ist immer, ja, und ja, von dem her eben,
an der Frucht, oder? Und das ist zum Beispiel eine Frucht vom Islam, wo jetzt gut ist, wo ich muss sagen, doch, da gehen sie, also da sieht man, die Moslems geben sich extrem Mühe, ihren Glauben zu leben. Und so wie beim Katholizismus auch, beim Katholizismus gibt es so viele Widersprüche und im Islam eben auch. Und dass wie die Leute sich in ein Schneckenhäuschen zurückkriechen und einfach aufhören, die Worte zu suchen. Und das ist ja das Dogmatische im Katholizismus und auch im Islam, wo die Leute eben dann nachher eben im Christentum, also eigentlich das, was der Katholizismus falsch macht, wo die Leute nachher im Christentum vorwerfen, die glauben einfach ein Dogma, die studieren gar nichts mehr. Und das Phänomen findet man sowohl im Islam als auch im Katholizismus, dass eben die Leute es nicht mehr genau nehmen. Dass sie es nicht mehr hinterfragen, dass sie nicht mehr die Worte gar nicht mehr suchen. Sie machen einfach irgendetwas Religiöses, aber die Worte interessiert sie eigentlich nicht. Und das ist ein Phänomen, das man im Katholizismus findet und auch im Islam. Man macht einfach etwas Religiöses und alles, was religiös ist, ist gut. Hauptsache es ist religiös, das hinterfragt man nicht. Und die Frage nach der Worte stellt sich gar nicht. Man darf es nicht hinterfragen. Im Islam ein Dogma hinterfragen ist eine Todsünde und im Katholizismus auch. Fragen stellen ist verboten und ist böse. Im Christentum, im echten Christentum, muss man Fragen stellen. Sonst ist man nicht ein wirklich richtiger Christ. Der Paulus sagt, prüft aber alles und das Gute behalten. Das heisst, stellt Fragen, sucht die Worte. Prüft, wenn einer etwas verzapft, ist das die Worte oder ist es Habasch? Was hat der für Früchte, der Mensch? Sieht man bei dem die Liebe? Oder wenn du dir eine Kirche aussuchen musst, wenn du in eine Kirche gehst, die Bibel sagt, geh mit einfach irgendwo Habasch in eine Kirche. Wer hat Jesus irgendwo mal gesagt, du sollst einfach irgendwo Habasch in die nächstbeste Kirche gehen? Die Kirche ist ein Ort, wo so wie deine Familie auch der grösste Einfluss von deinem ganzen Leben wird ausüben auf dein ganzes Leben. Das ist die Kirche. Die Kirche, die du dir aussuchst, wird so dein Leben total beeinflussen. Und weil die Kirche so einen Einfluss auf dein Leben wird haben, ist es ganz, ganz eine fundamental wichtige Entscheidung, in welche Kirche gehe ich. Das ist so eine fundamental wichtige Entscheidung und das muss man prüfen. Da hat man Verantwortung, das zu prüfen. Und da muss man, als Christ, muss man Verantwortung übernehmen für sein Leben, für die Worte, für Gerechtigkeit. Man muss die Sachen prüfen, ist das gelogen oder ist das die Worte. Indem man Sachen ausprobiert, indem man mit dem Gott schwätzt, du erzählt der Prediger Kabis oder stimmt das? Wo steht der Haken bei dem, was er erzählt? Wenn man ein bisschen reiferer Christ wird, nimmt man nicht mehr einfach alles für bare Münzen. Wenn einer so super duper im Stil von Joyce Meyer daherkommt, dann musst du auch mal ein bisschen. Und wenn du es nicht weisst, stimmt das oder stimmt es nicht, dann fragst du zuerst einmal ihn da oben. Und plötzlich kommt er ein Buch in die Hand, wo über eine gewisse Geistesbewegung kritisch beleuchtet wird. Und denkst, aha, das ist gar nicht alles Gold, was da glänzt. Oder? Und so muss man an die Sachen hergehen. Und Jesus hat gesagt, an der Frucht wirst du es erkennen. Und so ist es auch mit Gott. An der Liebe erkennt man, ob Gott lebt oder ob es Gott gibt oder nicht. An der Liebe, jetzt haben wir vorher, die das gemacht haben, haben wir das Experiment gemacht. Jetzt, wenn du Erfahrungen machst, an der Liebe wirst du erkennen, dass es Gott gibt, dass Gott existiert. Wenn du die Liebe erfährst, dann wirst du erkennen, dass Gott real ist. Es könnte theoretisch könnte auch die Liebe nicht real sein. Es könnte alles nur ein Fantasieprodukt sein in deinem Hirn oder ein chemischer Prozess, wenn du Liebe spürst. Es wäre alles theoretisch möglich, aber es ist so eine doofe Erklärung. Das ist ja eigentlich die Wissenschaft, probiert es immer so zu erklären. Sagt, wenn du Liebe spürst, ja, das sind Hormone, die da in deinen Blutbahnen rum. Schwer, und es ist alles, du bist nur eine Maschine und das Universum ist nur eine Maschine, oder? Aber es ist so eine armselige Erklärung und Liebe kannst du so nicht erklären. Das wäre so eine armselige Erklärung. Wie man Liebe will erklären mit chemischen Prozessen, das ist so armselig. Und wenn du die Liebe erlebt hast, dann hörst du auf mit armseligen Erklärungen. Dann nachher sagst du ja, die Liebe habe ich erlebt, das ist nicht ein chemischer Prozess. Das ist etwas, was dahinter steht, was grösser ist als irgendwie das, was da in meinem Kopf abgeht. Und eigentlich als Christ ist auch das der Grund, wieso wir an Gott glauben, weil wir jeden Tag die Liebe erleben
Und wieso sollte man noch zweifeln? Wenn du jeden Tag seine Liebe erlebst, ja, wieso sollst du noch zweifeln nach all dem, was du erlebt hast mit deinem Gott? Das, und wenn du die Liebe kennst, dann, okay, theoretisch könnte ich falsch liegen. Der Paulus sagt ja, wenn Christus nicht auferstanden ist, so sind wir die elendesten aller Menschen, weil wir haben falsch bezeugt, dass Christus auferstanden ist, obwohl er doch nicht auferstanden ist, oder? Dann wäre alles, was ich da verzapfe, völliger Habasch. Wenn es Gott nicht gibt, dafür habe ich ein Leben lang Habasch erzählt, wenn es Gott nicht gibt, oder? Aber der Paulus sagt, nun aber ist Christus auferstanden, oder? Ich kann es nicht mathematisch 100% beweisen, dass Jesus auferstanden ist. Ich erlebe jeden Tag Zeug mit Jesus, ich sehe ihn, ich höre ihn. Aber also sehe ich natürlich nicht hier, in der Fantasie sehe ich ihn. Ich schwätze mit ihm, ich sehe, wie er rumläuft. Also, ich kann ihn anschauen, ich kann mit ihm schwätzen. Das kommt aber immer auch darauf an, was für eine Stimmung ich habe. Wenn ich mies drauf bin, dann habe ich das Gefühl, oh, jetzt ist Jesus, heute ist er auch mies mit mir, oder? Wenn ich einen super Tag habe, habe ich eine super Zeit mit Jesus. Das hängt immer von mir ab. Das ist nicht in Stein gemeißelt, wie ich gesagt habe. Das ist nicht so und so mathematisch bewiesen, so und so ist Jesus. Und es ist 100% so und so mathematisch bewiesen worden. Nein. Das ist eine Vertrauenssache. Das ist einfach eine Vertrauenssache. Ich habe Jesus so viel erlebt. Ich vertraue einfach, ich weiß, dass er lebt. Und so viel hat sich das bestätigt, die Prophetien, die sich erfüllt haben, und Wunder, die passiert sind, wenn wir gar nicht darüber reden, das ist Kindergarten. Also wenn wir da drüber diskutieren, das sagt ja Jesus, die, die ein Wunder wollen sehen, um können beweisen, dass Gott nicht existiert, die werden nie ein Wunder bekommen, nie. Das einzige Wunder, das so jemand wird bekommen, ist die Kreuzigung. Jesus am Kreuz, das Wunder, du verstehst. Alles andere kommst nur über, wenn du ein offenes Herz hast, wenn du ein wohlwollendes Herz hast, dann kommst du Wunder zu sehen. Aber wenn du von vornherein willst beweisen, dass Gott nicht existiert, dann kommst du kein Wunder zu sehen. Und ja, auf jeden Fall, eben, also wenn ihr jetzt die spirituellen Erfahrungen macht, dann erkennt ihr eigentlich an der Liebe, ob es die Wahrheit ist, an der Frucht erkennt ihr, dass es die Wahrheit ist. Oder an der Frucht. Aber zuerst müssen wir ja mal die spirituellen Erfahrungen machen, oder? Zuerst müssen wir so übernatürliche Erlebnisse machen und dann können wir uns mehr öffnen, können vielleicht mehr so Erfahrungen suchen und machen dann wiederum mehr so Erfahrungen und werden noch offener. Und dann lassen wir uns vielleicht einmal auf Jesus sein, vielleicht nennen wir es einmal nicht mehr Wort, sondern nennen es einmal Jesus, oder? Und sagen, okay, Jesus, jetzt habe ich so viel erlebt. Also, einfach zu behaupten, Gott existiert nicht, ich glaube, das kann ich jetzt nicht mehr. Aber jetzt kommt die nächste Frage, was ist denn mit dem Jesus, oder? Du behauptest, du bist Wort. Jetzt rede ich halt einmal mit dir, Jesus, oder? Jetzt probiere ich das auch mal aus. Und dann spürst du vielleicht so eine Liebe von dem Jesus. Meine Güte, was hat denn der von der Liebe? Meine Güte, der ist denn Liebe? Und dann merkst du, dass der pur Liebe ist, Liebe pur. Also nicht so ein abdroschene Wort Liebe, wie ich jetzt hier benutze, sondern Jesus kannst du nicht beschreiben mit Wort. Mit Wort kannst du Jesus nicht beschreiben, weil das, was Jesus ist, existiert in der Welt nicht. Und alle Worte, die wir benutzen, sind verbunden mit Metaphern, mit Sachen, die wir hier aus der Welt kennen. Darum kannst du Jesus mit diesen Worten, die die Welt beschreiben, kannst du Jesus nicht beschreiben. Es geht nicht. Weil Jesus ist auch nicht so wie ein Herointrip. Ich habe nie Heroin genommen, aber ich habe eine Kollegin gehabt, die gesagt hat, Heroin ist ein Abklatsch davon. Aber und dann fangen wir mal an mit dem Jesus reden und plötzlich erlebst du die Liebe von dem Jesus. Und so, und dann denkst du, jetzt bin ich jetzt nicht mehr ganz wachen oder was? Also jetzt erwartest du von mir aber nicht, dass ich das Buch lesen soll, oder? Aber das ist jetzt nicht die Ernst. Jetzt soll ich noch die Bibel lesen oder was, lieber Jesus, oder? So gehst du an die Bibel her. Also so bin ich an die Bibel hergegangen. Ich habe den Jesus erlebt, den Kübel voll Liebe, zu Grind drüber abgelehrt.
Und ich war sowas von verliebt in den Jesus. Ja, aber jetzt bist du eigentlich nicht ganz wach, jetzt hast du noch die Bibel gelesen, oder was? Ich als Physiker, oder? Jetzt hast du noch das Männli-Buch verlesen, und jetzt steht von Adam und Eva, und ja, jetzt soll ich noch von Adam und Eva abstammen, oder was? Oder so gehst du an das Buch her, an die Bibel. Und ich dachte, ja, aber ich habe doch Jesus erlebt, also. Ja, so eine Liebe gespürt, mein ganzes Leben nie so eine Liebe gespürt, so eine Freude. Ein Leben lang nicht. Ja, also gut, Jesus, also dann lesen wir heute mal die Bibel. So bin ich an die Bibel her, oder? Also dann lesen wir heute mal die Bibel, nachdem ich den Gott mal so richtig erlebt habe. Also, und dann lesest du das Buch, oder? Also wenn du schlau bist, fährst du nicht mit Adam und Eva, sondern lesest du mal das, was Jesus gesagt hat, oder? Und dann liest du was, wie da Jesus so gut, also, wenn du die Bibel schon kennen würdest, würdest du mit dem Johannes-Evangelium anfangen, weil dort redet Jesus ganz viel. In den anderen Evangelien steht mehr so, was er für Wunder gemacht hat, dort schwätzt er nicht so viel. Und es ist eigentlich mehr interessant, was Jesus schwätzt, das ist ja interessanter. Und dann liest du mal so die Geschichte, oder, von dieser Frau am Brunnen, oder? Wie sie da so, die Jünger und Jesus sind da irgendwo in Samaria, sind sie am Umzotteln, oder? Und es ist heiß, und Israel ist heißes Land, oder? Und da haben sie Durst, und die Jünger gehen irgendwo zu essen posten, oder? Die haben da wahrscheinlich irgendwie müssen. Vielleicht hat Jesus am Nachmittag irgendeinem predigt, und dann haben sie nichts zu essen gehabt, dann sind die zu essen kaufen, da hat es vielleicht ein bisschen so ein Kessel gehabt mit Kollekten, und dann sind sie da Brötchen posten. Jesus ist allein geblieben, hocken ist müde gewesen, und da ist eine Frau gekommen, Wasser schöpfen, oder? Und dann sagt Jesus, bitte, gib mir zu trinken, oder? Und das ist für uns jetzt banal, aber in dieser Zeit, erstens mal haben die Juden mit den Samaritern, das ist so ein bisschen, für die Juden, die haben die Samariter völlig in der Nase gehabt, oder? Das ist so ein bisschen ein Nationalitätsproblem gewesen, weil die Samariter eigentlich das untergangene Stamm von Israel gewesen sind, die sich mit den Völkern vermischt hat, wo man ja als Israeli nicht hätte dürfen, so eine Frau heiraten von den anderen Nationen. Dann haben sie die in der Nase gehabt, die Samariter, und haben die eigentlich nicht grüßt, haben nicht mit denen geschwätzt und nichts, weil das ist ein Teil von ihrer Kultur gewesen, der untergegangen ist in dem Volk der Samariter. Das sind eigentlich die verlorenen 10 Stämme von Israel, die sich vermischt haben mit den lokalen Völkern, die verloren gegangen sind, wo für die Juden ein grosser Schmerz war und wo sie dann eigentlich auf einer stolzen Ebene damit umgegangen sind. Und einfach die wie Luft behandelt haben, oder? Und dann hat zuerst einmal schwätzt Jesus mit dieser Frau, schon das ist mal nicht normal, weil er ja Jod war und sie eine Samariterin. Und dann noch ein Mann mit einer Frau in dieser Zeit, das ist natürlich für uns halt etwas völlig Normales. Aber in dieser Zeit auch etwas, was nicht normal war. Und dann sagt sie, wie, du schwätzt mit mir, ich bin doch eine Samariterin und du bist ein Jod, wieso schwätzt du mit mir? Und dann sagt Jesus zu dieser Frau, wenn du wüsstest, wer mit dir schwätzt, du würdest ihn bitten, dass er um lebendiges Wasser, und er würde dir lebendiges Wasser geben. Dann sagt die Frau, lebendiges Wasser? Was schwätzt er da? Sagt sie, was lebendiges Wasser? Woher willst du lebendiges Wasser haben? Der Brunnen ist tief und du hast nicht einmal einen Kübel zum Schöpfen. Du kannst ja gar kein Wasser schöpfen. Wie willst du mir leben und dann noch lebendiges Wasser? Was ist das überhaupt? Was willst du mir geben? Und dann sagt sie aber, Herr, gib mir, und der weiter Clou ist eben, die Frau, die ist noch cool, die hat sich voll auf das, also die hätte ja können sagen, der ist nicht im ganzen Bach gekommen. Aber sie ist voll auf das eingegangen, und das ist Glauben, oder? Sie hat voll, okay, schauen wir mal, und hat sie gesagt, also bitte gib mir doch von dem lebendigen Wasser. Sagt die Frau zu Jesus. Und dann, was sagt Jesus zu ihr? Jesus sagt, geh zurück ins Dorf und hol dich mal. Die Frau sagt, erzählt Jesus. Oh, ja. Ich habe keinen Mann. Und dann sagt Jesus zu ihr, ja, das hast du richtig gesagt. Jetzt hast du die Worte gesagt, du hast keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Und die Frau, der geht den Laden an und sagt, wieso weiss der, dass ich 5 Männer hatte? Wieso weiss der, dass ich 5 Männer hatte? Aber sie hat ja gewusst, dass es Propheten und so Sachen gibt. Das hat mir in dieser Zeit, ist das in Israel etwas Normales gewesen. Und dann sagt sie, du bist ein Prophet? Und dann ist sie völlig neugierig geworden, weil sie geschnallt hat, dass Jesus ein Prophet ist, oder?
Da hat sie gemerkt, hey, das ist ein Prophet, der da ist. Dann hat sie gesagt, hey, du bist ein Prophet. Hey, ich habe so viele Fragen. Hey, wie ist das? Die Juden erzählen immer, wir müssen in Jerusalem arbeiten und einmal im Jahr muss man auf das blöde Jerusalem den Bock opfern. Und was soll denn der Quatsch? Ich bete immer da in meinem Haus, in meinem Berg. Wieso muss ich auf Jerusalem beten? Oder? Sofort hat sie ihre Fragen ausbreitet. Und dann sagt Jesus, glaub mir, Frau. Es kommt die Stunde und ist schon jetzt, wo die wahren Arbeiter den Vater im Geist und in der Wort arbeiten. Und nicht in Jerusalem oder hier auf dem Berg. Und das ist so eine krasse Botschaft von Jesus. Bevor Jesus kam, ist alles religiös. Religion. Die 10 Gebote und die Rabbiner haben noch 400 Gebote draufgebiegen und du musst die Hände waschen vor dem Essen. Du hast das nicht dürfen essen. Du hast das nicht dürfen und das nicht dürfen und hast müssen für deine Sünde den Sündenbock opfern und was weiß ich, was man alles hat müssen. Und Jesus sagt, du musst gar nicht. Die Stunde kommt und ist ja jetzt, wo du einfach in dein Herz kannst zu Gott reden, kannst Gott anbeten, du musst weder auf Jerusalem säckeln, noch auf den Berg, noch irgendetwas opfern. Und es ist so eine befreiende Botschaft von Jesus, oder? Dass wir angenommen sind, so wie wir sind, obwohl wir eben jetzt nicht auf das Jerusalem oder Mekka oder was, oder stundenlang meditiert haben, obwohl wir das alles nicht gemacht haben. Und das ist das Coole bei uns, die Freiheit. Jesus ist an Hochzeiten gegangen, er hat das Wasser Wein gemacht. Jesus war ein Lebemann gewesen. Nicht ein verknöcherter religiöser Heini, oder? Er hat das Leben geliebt. Und es hat ja, das Traurige ist ja das, dass bevor Jesus gekommen ist, ist es nicht möglich gewesen. Weil Jesus das Opfer noch nicht gebracht hat vom Kreuz. Und mit dem Opfer vom Kreuz, mit dem konnte die Freiheit kommen, die wir heute in Europa geniessen dürfen. Die Freiheit, die wir heute in Europa geniessen dürfen. Und was so ein kostbares Gut ist, wo wir Europäer haben. Die Freiheit, dass wir eben dürfen eine andere Meinung haben als Gott. Dass wir dürfen sagen, Gott, du bist falsch und ich bin richtig. Das dürfen wir. Und die Freiheit hat Jesus erkauft am Kreuz, die hat er einen höheren Preis gezahlt dafür. Aber bevor Jesus gestorben war, hat es die Freiheit nicht gegeben. Da hat es entweder gehorcht oder dann hat es Konsequenzen. Da hat es nur die Kausalität gegeben. Bevor Jesus mit seinem Blut die Gnade ermöglicht hat, hat es nur die Kausalität gegeben. Das siehst du bei einem Abraham, beim Ismael. Das siehst du beim Esau und beim Isaac. Das, im ganzen Alten Testament siehst du die knallharte Linie. Wo's, da gibt's schon ein bisschen Gnade, aber wenn du mal einen Scheiß gebaut hast, hat's Konsequenzen gehabt. Dort, wo der David mit der Bathseba ins Nest ist und der so, das Buschi auf die Welt kam, nach einem Jahr ist das Buschi tot gewesen. Da hat's nicht gegeben, oh bitte, lieber Gott, vergib mir und es ist alles wieder gut. Das hat's nicht gegeben. Erst nachdem Jesus gekommen ist, hat es gegeben, bitte, lieber Gott, vergib mir, und es ist alles wieder gut. Weil Jesus eben für den Bock Mist gestorben ist. Und die Freiheit, die wir heute in Europa haben, das haben wir nur, weil Jesus den Preis gezahlt hat für die Freiheit. Bevor Jesus gekommen ist, wenn du die Geschichte der Menschheit anschaust vor Jesus, gut, ich kenne natürlich nicht die Geschichte von der ganzen Welt, chinesische Reich, die Geschichte kennen wir nicht so gut, gell? Aber wenn du da die mittleren Osten die ganze Geschichte anschaust, da ist Königreich auf Königreich und da haben sie sich den Grind eingeschlagen und dort den Grind eingeschlagen. Das ist völlig eine andere Kultur gewesen, als wir heute in Europa kennen. Und viele Atheisten behaupten, dass die Errungenschaften, die wir heute in Europa geniessen, sind Errungenschaften von der Aufklärung. Das ist sowas von gelogen. Sowas von gelogen. Die Errungenschaften, die wir heute haben in Europa, das ist nicht eine Frucht von der Aufklärung, das ist eine Frucht von der Reformation. Die Errungenschaften, die wir haben. Natürlich die Aufklärung auf die andere Seite hat es mit sich gebracht, dass Christentum sich zwungenermassen viel kritischer hat müssen hinterfragen. Klar, das ist vielleicht auch eine Errungenschaft. In dem Sinn vielleicht schon auch. Aber die ganzen Freiheiten, das ist eine Frucht von der Bergpredigt. Und von Paulus seinen Briefen. Die ganzen Freiheiten, die wir haben. Alles ist mir erlaubt.
Das steht in einem Brief von Paulus. Und das ist zu der Zeit eine absolut undenkbare Botschaft gewesen. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen. Die Freiheit, das ist auf Deutsch gesagt Religionsfreiheit. Alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen. Also Selbstverantwortung, alles ist mir erlaubt, aber ich soll Verantwortung übernehmen. Diese Botschaft ist eine ganz zutäuscht christliche Botschaft. Und nur christliche Botschaft. Und die Frucht, die wir heute in Europa geniessen dürfen, das ist eine Frucht von Jesus Christus. Die ganze Freiheit, die wir haben. Wir haben Freiheit, Gott, Blasphemie, wir haben Freiheit, Gott zu lästern, wir haben Freiheit, sexuelle Freiheit, wir haben Freiheit, was weiß ich alles. Und natürlich, die ganze Perversion, das ist nicht eine Frucht vom Christentum, aber dass wir überhaupt so eine Freiheit haben und so gesegnet sind in Europa, auch materiell, das ist eine Frucht vom Christentum und nicht von der Aufklärung. Das ist die Frucht von der Aufklärung ist der Nationalsozialismus und der Kommunismus und die ganzen Weltkriege und der Napoleon. Das ist die Frucht von der Aufklärung. Der Nietzsche, die ganzen Abgründe vom Atheismus, das ist die Frucht von der Aufklärung. Und ohne das Christentum wäre die Aufklärung nur das. Nur Napoleon und Krieg und Nazis und Ideologie und Fahnen schwingen und du musst Mein Kampf lesen und in Chinas rote Buch Indoktrination und blablabla, Völkererziehung und Volkserziehung. So würde der Atheismus aussehen, wenn das Christentum nicht wäre. Also das wäre die Frucht vom Atheismus. Und die ganze Freiheit, die wir haben, das ist nicht eine Frucht vom Atheismus und von der Aufklärung, das ist eine Frucht vom Christentum. Das schreibt der Paulus in seinen Briefen, alles ist mir erlaubt. Und wir Europäer haben es dann einfach auf die Spitze getrieben und missbraucht die ganze Freiheit. Aber diese Frucht, das ist eine Frucht von den Schriften von Paulus. Also das ist, gut, ich weiß nicht, man müsste Nietzsche seine Bücher einmal lesen, aber ich weiß nicht, was der Nietzsche schreibt. Man könnte mal lesen, was der so von sich gegeben hat und was das für Früchte daraus entstanden sind. Und auf die andere Seite muss man auch, natürlich, das Christentum hat große Riesenfehler gemacht, auch die evangelische Kirche hat Riesenfehler gemacht, auch zum Beispiel der Luther. Auch wenn man ehrlich ist, muss man auch Luther seine Früchte unter die Lupe nehmen. Also der Luther am Anfang hat eine ganz tolle Früchte gebracht. Ohne den Luther hat man die Freiheiten, wie wir sie heute haben, hat er nie, oder? Also der Luther hat eine ganz eine riesen Steinsrolle gebracht. Und wieso hat der Luther so eine super Frucht können bringen, weil er eben die Bibel übersetzt hat und weil eben die Bibel so eine geniale Botschaft ist, so eine lebensverändernde, weltverändernde Botschaft hat, das Wort Gottes. Darum hat der Luther können so eine Frucht haben, aber wenn man später sein Leben anschaut, im späteren Leben, am Anfang hat der Luther sehr wohlwollend geschrieben über die Juden zum Beispiel, und das ist für seine Zeit eine Pionierleistung vom Luther, und später hat er dann nur noch geflucht über die Juden, und zwar auf eine ganz grusige Art. Also am Schluss von seinem Leben ist der Luther heftig verbittert gewesen. Aber wenn man schaut, wie sein Leben ausgesehen hat, ist es auf eine Art auch verständlich. Was der für Kämpfe hat müssen ausfechten, wie der verteufelt worden ist von den Katholiken, hat müssen Krieg führen, der ist verleumdet worden aufs Gröbste, oder? Also wie man über den geredet hat unter den Katholiken, und es ist verständlich, dass er verbittert ist. Gut, viele andere sind nicht verbittert, wie ein Zwingli oder ein Ökolampad oder ein Calvin, die haben das Problem nicht gehabt. Aber ich denke, der Luther hätte einfach müssen riesen Kämpfe auskämpfen und hätte einfach irgendwo nicht können damit umgehen, so dass er dann am Schluss verbittert ist, auch gegen die Juden. Also wenn man liest, was er da schreibt, zum Teil am Schluss von seinem Leben, das ist dann heftig. Und was dann noch später passiert ist, dass eigentlich der Hitler in Mein Kampf eigentlich die Sachen vom Luther nachher aufgenommen hat. Vieles, was der Luther geschrieben hat, hat der Hitler nachher aufgegriffen. Und eigentlich viel von dem Judenhass, wo schon beim Luther vorhanden war. Und von dem her, der Luther Idee, von dem her gesehen auch am Schluss von seinem Leben. Am Anfang nicht, am Anfang hat er tolle Frucht gebracht. Aber am Schluss von seinem Leben eigentlich nicht mehr so eine tolle Frucht gebracht, hat der Luther uns Konsequenzen gehabt.
weil der Luther eine riesen Autorität und eine riesen Autorität von Gott bekommen hat, Europa zu beeinflussen. Und weil er dann eben am Schluss nicht mehr auf einem guten Weg war, ist nachher einen schlechten Einfluss gehabt auf Europa mit seinen späteren Schriften. Und da kann man aber auch die Atheisten anschauen, was haben die für einen Einfluss gehabt auf Europa. Kenne ich mich jetzt weniger aus. Einen Nietzsche habe ich jetzt nie gelesen. Ich habe mich auch nicht gross beschäftigt, was der Nietzsche für einen Einfluss gehabt auf Europa. Eigentlich, wenn man die Geschichte vom Atheismus jetzt würde anschauen, der Nietzsche hat sicher auch den Atheismus sehr, sehr bestätigt, also dass die Atheisten viel Mut bekommen haben, ihre Position zu vertreten. Das hätte man ja vorher überhaupt nicht können von Nietzsche. Die Position vom Atheismus, das war ein Tabu gewesen, das ist total verpönt gewesen, das war vielleicht sogar gefährlich gewesen. Hätte man vielleicht nicht einmal können darüber diskutieren, aber so etwas wie die Französische Revolution hat natürlich auf der Aufklärung basiert, sehr wohl, klar. Aber die ganze Unbarmherzigkeit, die dort passiert ist, ja, also hat sicher auch mit dem Atheismus zu tun, aber kann man vielleicht auch den katholischen Kirche in die Schuhe schieben. Also die ganze katholische Kirche hat natürlich vorher mehr Terror verbreitet, vermutlich als die Französische Revolution. Und von dem her, wenn man die Frucht von der katholischen Kirche anschaut, also, da kommt man auch zu einem gewissen Schluss. Ja. Also, noch zum Schluss, kommen wir zurück zu dieser Diskussion, ist die Bibel geworden. Jetzt, wo wir die ganzen Themen, Erfahrungen und Frucht durchgenommen haben, also wenn man dann mal die spirituellen Erfahrungen gemacht hat und einen offeneren Geist hat, um das wirklich ernsthaft zu prüfen, ist die Bibel geworden oder nicht, ist am besten, man liest einmal das Johannesevangelium, wenn man es ernsthaft prüfen will. Und im Johannesevangelium macht Jesus eine Aussage, er sagt, wenn jemand, wenn jemand dessen Willen tun will, so wird, er sagt, ich rede nicht von mir selbst aus, sondern so wie ich höre, so rede ich. Also von seinem Vater, so wie er von seinem Vater gehört, so redet er. Wenn jemand dessen Willen tun will, so wird er wissen, ob ich von mir selbst ausrede oder ob meine Worte von Gott sind. Also Jesus sagt eigentlich das Gleiche. Er sagt, du kannst nicht über die Bibel urteilen, wenn du voreingenommen bist und stolz bist und gar nicht bereit bist, das umzusetzen. Weil wenn du mit der ablehnenden Haltung an die Bibel hergehst, wird die Bibel dir immer sagen, du sorry. Du musst es anders machen. Und dann wirst du immer nein, 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 nein. Das ist alles falsch, was da steht. Oder? Und es gehört eine demütige Haltung dazu, es gehört eine Bereitschaft dazu. Okay, ich möchte lieben. Ich möchte das Gute tun. Ich möchte das Gute tun mit meinem Leben. Ich möchte lieben. Und zwar, ich möchte der Liebe dienen. Weil das Gute tun heisst, im Guten dienen. Du kannst nicht, wenn du im Bösen, wenn es dir egal ist, ob du fürs Böse lebst oder fürs Gute, dann bist du der grosse Boss, oder? Dann kannst du den Boss spielen, kannst das Brüstchen rausstrecken und du kannst durchs Leben stolzieren. Das kannst du machen, aber dass du dann genau so ein Sklave bist, das schnallt man eben nicht. Dass du dann einfach von deinen Trieben und von deinen Vorstellungen und von eigentlich das Böse, eigentlich dann, dass du dann eine Marionette bist, das schnallt man eben nicht. Auch denen musst du dienen, dem musst du einfach der Ungerechtigkeit dienen. Aber eben, wenn du fürs Gute willst leben, heisst es dienen. Dann heisst der Liebe dienen, dann heisst der Gerechtigkeit dienen, dann heisst es im Nächsten dienen, wo es schlecht geht. Und dann ist es ein Dienen, und wenn du das nicht bereit bist, wenn du nur für dein Ego willst leben, sowieso, dann wirst du das nicht rausgehören, ob Jesus Tore zeigt oder nicht. Voraussetzung ist, dass du bereit ein Ja hast dazu zu dienen, und zwar der Liebe. Wenn du das Ja hast, dann wirst du wissen, dass Jesus Tore zeigt. Dann muss man nicht darüber diskutieren, ob die Bibel Tore ist oder nicht. Mit dir.
Aber wenn du es natürlich nie lesest, weisst du es auch nicht. Also du musst es lesen, die Worte von Jesus, und du musst eine Haltung haben, die sagt, ja, ich mit meinem Leben, ich will der Liebe dienen. Und dann, wenn du diese Haltung hast und die Worte von Jesus lesest, Jesus sagt, wer dessen Willen tun will, so wird er wissen. Will jemand seinen dessen Willen tun, so wird er wissen, ob ich aus mir selbst rede oder ob meine Worte von Gott sind. Das sagt Jesus, du wirst erkennen, dass die Worte, die Jesus redet, nicht von einem Mensch sind, dass es keine menschlichen Worte sind, dass es eine göttliche Weisheit ist. Und also das eine, woran dass du erkennst, dass die Bibel die Worte ist, sind die Erfahrungen, die du machst. Spirituelle Erfahrungen, spirituelle Erlebnisse, die die Bibel bestätigt. Und das andere ist, aufgrund von diesen Erfahrungen wirst du bereit, dir der Liebe zu unterzuordnen und der Liebe bereit, mit deinem Leben zu dienen. Und wenn du die Bereitschaft hast und dann noch die Bibel lesest, dann merkst du, das ist das Wort. Dann erkennst du es. Aber damit du es erkennst, musst du vorher bereit sein, der Liebe zu dienen. Und dann, wenn du das lesest, was Jesus gesagt hat, ist das nicht mehr schwer, das zu erkennen, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist. Das erkennt man, wenn man liest, was Jesus gesagt hat. Wenn man einen offenen Geist hat, erkennt man das. Also, weil, also es gibt viele, die behaupten, die Jünger haben das alles aufgeschrieben und alles erfunden. Also jemand, der das behauptet, der hat die Bibel entweder nie gelesen oder hat so ein verstocktes Herz, dass er also so einen erblindeten Geist, so etwas behauptet. Entweder hast du es nie gelesen oder dann bist du einfach blind. Also wenn du die Worte von Jesus den Jüngern andichten willst, das geht gar nicht. Selbst die, also nehmen wir mal ein anderes Buch, das von der Sprüche. Das Urteil, das salomonische Urteil, wo der Salomo die zwei Huren, die mit dem Buschi kommen und sagen, das ist mein Buschi, die andere Hure sagt, das ist mein Buschi. Und der Salomo hat am Anfang von seiner Königsherrschaft, ist Gott in der Schiene gesagt, was willst du von mir, dass ich für dich tue, Salomo? Ich möchte dir etwas schenken am Anfang, wo du jetzt König bist. Und der Salomo hat studiert und hat gesagt, bitte gib mir Weisheit, damit ich richtig über das Volk kann herrschen, gib mir bitte Weisheit. Und Gott hat so Freude gehabt, dass der Salomo das bittet hat und gesagt hat, er gesagt, ich werde dir Weisheit geben, wo vor dir und nach dir niemand mehr so eine Weisheit wird haben. Und dann war ja das Urteil mit diesen zwei Huren, wo der Salo hat müssen recht sprechen zwischen diesen zwei Huren. Jede hat behauptet, das ist mein Buschi, und die andere behauptet, das ist mein Buschi. Und das Urteil, da sieht man so eine Weisheit drin, so eine Weisheit. Auf die Idee musst du zuerst mal kommen, wo der Salo auf die Idee kam. Das ist nicht mehr menschlich. So eine Weisheit, das ist nicht mehr menschlich. Und der Salomo sagt, nehmen das Schwert und schneidet das Buschi in zwei Teile. Und in dieser Zeit hat es viele tyrannische Könige gegeben, die einfach so perverses, brutales Urteil gesprochen haben. Das war nichts Spezielles in dieser Zeit. Das haben alle für bare Münzen genommen. Die haben das alle geglaubt. Also gut, der Salomo hat heute einen schlechten Tag. Jetzt nehmen wir das Schwert und müssen halt das Buschi teilen, oder? Und dann jammert die eine Frau, nein, nimm kein Schwert, tun das Buschi nicht töten, ganz der andere. Und die andere sagt, ja komm, dann soll keiner von uns gehören, oder? Und der Salomo weiss haargenau, welche das Mutter ist, und sagt, die ist Mutter, gebt ihr das Buschi. Das ist so eine Weisheit, aber das ist ein Salomo, das ist ein Mensch. Und bei Jesus finden wir noch viel grössere Weisheit als das. Eine Weisheit, die nicht mehr menschlich ist, die nicht mehr von diesem Planeten ist. Wo die Juden den Jesus versäckeln und sagen, du, müssen wir eigentlich Steuern zahlen oder nicht? Weil die Juden haben die Römer gehasst bis aufs Blut, oder? Die haben gehasst bis Steuern zahlen. Das ist, sie sind das erwählte Volk gewesen, von Gott auserwählt. Und jetzt sind sie unterdrückt und unter die Ocht und müssen auch noch so viel Steuern zahlen, den Römer. Und dann gibt es noch die Scheisszöllner, die da gehen Steuern einkassieren für die Saurömer, oder? Das wäre so, wie wenn die Schweiz vom Hitler erobert worden wäre und man hätte dem Saalkeit müssen Steuern zahlen und die fiesen Schweizer, die kollaborieren mit den Nazis, das wären dann Zöllner gewesen, oder? Ungefähr in dem Stil. Und dann kommt so ein Jesus und dann fragt man den, müssen wir den Nazis Steuern zahlen oder nicht, oder? So in dem Stil wäre das jemand gewesen. Und Jesus hat genau gewusst, wenn ich sage, die müssen denen Steuern zahlen, dann tun sie ihn steinigen, wenn er sagt,
die müssen doch keine Steuern zahlen, die sind Juden und die Römer sind Zollkäiber oder Nazis sind Zollkäiber, wir Schweizer müssen keine Steuern zahlen. Dann sagen sie, also gut, komm, wir gehen vor den Stadthalter, erzählen nochmal das gleiche Sätzchen und dann hätten sie eine Kreuzung, die Römer, Volksaufruhr, oder? Er wäre entweder gesteinigt oder gekreuzigt, er hätte sich können aussuchen, oder? Und dann, was sagt der Jesus? Der hat haargenau gewusst, auf was sie rauswählen. Jesus hat immer alles gewusst. Und dann sagt er, ja, gebt mir eine Münze, zeigt mir ein Münzeli. Wenn ihr wollt über Geld diskutieren, also diskutieren wir über Geld. Gebt mir eine Münze. Wem sein Gesicht, wem sein Kopf ist da auf dieser Münze? Wem gehört der Mammon? Wem sein Kopf ist da auf dem Mammon? Ihr, wenn ihr wollt über einen Mammon diskutieren, wem sein Bild ist da auf dem Mammon? Ja, im Kaiser sein's. Im Mammon sein's. Im Geldsack sein's, oder? Im Weltherrscher sein's, im Teufel sein's, oder? Im Teufel sein Bild ist da auf dem Münzeli, im Cäsar sein's, oder? Ja, also, wo ist denn das Problem? Dann gebt doch dem Cäsar, gebt doch dem Mammon, gebt doch dieser Welt, was dieser Welt gebührt, was dem Cäsar gebührt. Hebt euch doch nicht an dem fest. Es ist doch nur ein Stück Silber. Spielt doch gar keine, natürlich spielt es eine Rolle, nicht mehr dem Steuern zahlt, aber dann gebt dem doch das. Für das ist die Welt da, das sind Ordnungen, das sind Gesetze, da zahlt man Steuern, so funktioniert man, gebt das dem Cäsar. Und gebt Gott, was Gott gehört, eures Herz, eure Liebe, eure Leidenschaft, eures Feuer, das gebt Gott, das gehört Gott. Und der Stutz, der Mammon, der gebt dem Cäsar. Das ist so eine Weisheit in dieser Antwort. So eine Weisheit, die Weisheit ist nicht mehr irdisch, das ist nicht mehr irdisch, die Weisheit. Und wenn du das liest, der Jesus ist nicht, natürlich ist er ein Mensch, aber irgendwo eben auch nicht. Das ist nicht mehr ein Mensch, der Jesus. So eine Weisheit findest du nie, dann kannst du den Koran von vorne bis hinten durchblättern. Das findest du im Koran nicht. Kannst du im Buddha seine Schriften von vorne bis hinten durchblättern? Das findest du beim Buddha nie. Nie, nicht ein einziger Vers beim Buddha findest, wo so an so eine Weisheit herkommt. Das findest du nicht beim Buddha und auch beim Mohammed sowieso nicht, aber auch nicht bei einem Buddha. Beim Buddha findest du ab und zu ein bisschen Weisheit, aber so eine Weisheit kannst du beim Buddha lange suchen. Aber bei Jesus am Laufmeter, am Laufmeter. Nicht nur das, da gibt es noch anderes Zeug von Jesus. Und wenn du das liest, ist ja, also, wenn du Bereitschaft hast, auf das einzugehen, dann musst du irgendwie sagen, hey, der Mensch ist nicht von dem Planeten, der Jesus. Der ist nicht von da. Der ist das, was er von sich behauptet. Und so, auf diese Art, geht man an die Bibel her. Oder dass man zuerst mal merkt, wer Jesus ist. Der Jesus ist wirklich der, wo man von sich selber sagt. Er ist wirklich das, wo man von sich selber sagt. Auch wenn es starker Tobak ist. Und ich meine auch, was Jesus für Frucht gebracht hat. Jesus hat 3 Jahre lang predigt. Nicht mehr, 3 Jahre lang. Er war 10 Jahre lang Zimmermann gewesen und dann hat er 3 Jahre predigt. Hat nichts aufgeschrieben, nichts. Nur 3 Jahre lang predigt, aber er hat viel Wunder gemacht. Er hat viel Kranke geheilt, Tote auferweckt. Also vor Jesus haben der Elia hat, glaube ich, 1 Toten auferweckt und der Elisa, glaube ich, 2. Und sonst hat nie jemand einen Toten auferweckt. Und Jesus hat, weiß nicht, den Lazarus, das Mädchen und den Jüngling, der aus der Stadt rauskam, ist, glaube ich, 3. Und sich selber, also 4. Und sonst, jetzt könnte man jetzt gerade niemand sehen, ich glaube, die 4 hat Jesus erweckt. Sich selber und 3 andere. Und ich meine, wie ein ganz anderer Wunder, Wasser zu Wein gemacht, das hat vor Jesus, ja gut, wir wissen nicht, was die Ägypter alles gemacht haben, bei Mose haben sie da auch aus dem Nil Wasser Blut gemacht, das haben sie auch gemacht, und die Schlangen aus dem Stock, wie wir in der Bibel lesen können, also gewisse Sachen haben die Menschen vielleicht immer schon machen können.
Aber auch, dass du Jesus 4 Stunden auf dem See rumlatscht. Also, das hat es vor und nach Jesus ja noch nie einen gesehen, auf dem See rumlatscht. Entschuldigung. Ich habe es selber auch noch nie geschafft. Ich habe noch nie von einem Christ gehört, der über das Wasser können laufen. Vielleicht gibt es mal einen, der das schafft, aber Jesus 4 Stunden, nicht 3 Sekunden, 4 Stunden. 4 Stunden, liebe Leute. Oder der Sturm, der war und Jesus sagt, schwieg. Und der Sturm hört auf. Also, ja, also, hat der Buddha das gemacht? Ist der Buddha 4 Stunden auf dem See rumgelaufen? Hat der Buddha Tote auferweckt? Hat der Buddha Krebs geschwürt geheilt? Hat der Buddha blinde sehend gemacht? Also, das habe ich noch nie gehört, dass der Buddha so Sachen gemacht hat. Und da sagt Jesus auch, wenn ihr nun meinen Worten nicht glaubt, so glaubt wenigstens meinen Werken. Da sagt Jesus auch, wenn ihr nicht glaubt, was ich euch erzähle, das ist legitim, dann glaubt es halt nicht. Aber dann glaubt wenigstens den Wunder, den ich mache. Oder wenn ihr schon mehr nicht wollt glauben, glaubt wenigstens, wenn da ein Blinder wieder sehend ist und die Wunder. Klar, wenn du völlig verknöchert bist und alles nur ein Scheissdreck ist für dich, dann wirst du nie ein Wunder sehen, das ist so. Aber die Wunder gibt es heute genauso am Laufmeter, wie sie bei Jesus geht, auch in meinem Leben. Also ich habe durch meine Gebete viel Wunder erlebt. Ich habe mit Krebs geeint, das ist ein Fußball, so gross war der Krebs. Ich erzähle jetzt nicht mehr, aber die wissen doch, was ich raus will. Aber mehr erzählen gar keinen Wert, weil für die, was nicht bestimmt ist, die werden das einen Weg verreisen, was ich da erzähle. Und das hat keinen Wert. Ich schmeiß keine Perlen von Zeug. Das hat keinen Wert. Mache ich nicht. Ich erzähle nichts von diesen Wundern. Für die nicht offen sind. Und die Wunder, die passieren heute genauso am Laufmeter, wie sie in der Zeit von Jesus passiert sind. Jesus hat gesagt, welche an mich glauben, die werden dieselben Werke tun, die ich getan habe, noch größere Werke als diese. Also, die Wunder, die gibt es heute genau gleich wie vor 2000 Jahren, aber man muss halt vielleicht einmal in eine Kirche gehen, um so ein Wunder zu sehen. Gut, in einer normalen Kirche erlebst du nicht so Wunder. Da gibt es natürlich die ganzen Evangelisationsveranstaltungen, die sind dann natürlich zum Teil sind auch zweifelhafte Leute, wo da so Wunderheiligen predigen und so. Klar, das ist alles umstritten und alles, und auch die Frucht stimmt manchmal auch nicht bei diesen Leuten, da geht es oft auch um viel Geld, und manchmal ist das Gefühl, die wollen einfach nur Geld, das ist eine Effekthascherei. Manchmal passieren tatsächlich Wunder, auch bei einem Todbändchen oder so. Es ist oft ein bisschen komische Sache, oder? Aber man findet im Internet massenhaft Zeugnisse auf YouTube von Leuten, die erzählen, wie sie geheilt worden sind von irgendetwas, und sind dann die Leute alle nicht ganz wachen, oder was? Also Millionen von Leuten, die nicht ganz wachen sind. Und die Atheisten sind alle ganz betrost und haben alle das Wort mit dem Löffel gefressen, oder was? Obwohl sie noch nie so etwas erlebt haben, das ganze Leben hier behaupten sie einfach, es gäbe es nicht. Und es gibt Millionen von Leuten, die es erlebt haben und nicht behaupten, sondern zeugen davon, dass es gibt. Das ist ein Unterschied, etwas behaupten und von etwas zu bezeugen. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Und von dem redet die Bibel, denn wir bezeugen, was wir gesehen haben und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Nicht mehr behaupten irgendetwas. Wir bezeugen, was wir gesehen haben und was wir angelangt haben. Wenn ich euch erzähle von dem Fußballkrebs, das ist nicht eine Behauptung. Ich bezeuge etwas, was ich selber gesehen und erlebt habe. Das ist doch ein himmelweiter Unterschied. Und ein Atheist behauptet einfach etwas, es gäbe keinen Gott. Das ist einfach eine blöde Behauptung. Nur weil er nie etwas erlebt hat, einfach etwas behaupten. Ja, behaupten kann man immer. Aber bezeugen, das ist völlig ein qualitativer, himmelweiter Unterschied. Etwas zu bezeugen oder einfach etwas zu behaupten. So, und jetzt haben wir 2 Stunden zugelassen. Jetzt, wenn ihr wollt, euch auf dem Gebiet verteufeln, probiert die Experimente aus, macht weiter Experimente, schwätzt weiter mit der Wort oder mit der Liebe oder mit Jesus oder mit Gott. Und wenn der Bibel wirklich, wenn das ein ehrliches Urteil fehlen, ob es geworden ist oder nicht, fängt natürlich nicht mit Adam und Eva an. Das ist logisch, mit dem fängt man nicht an.
da muss zuerst das Glaubensgebilde ein bisschen ein Fundament haben, um so etwas zu glauben, oder? Fangt mit dem Johannesevangelium an. Leset mal das Johannesevangelium und dann macht euch mal ein neutrales Urteil darüber, ob Jesus Seich verzapft oder eben wirklich die Worte redet. Und dann, wenn ihr bei dem angekommen seid, dass Jesus die Worte redet, dann könnt ihr euch mit dem Rest der Bibel mal anfangen beschäftigen. Okay, so viel für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich wünsche euch alles Gute und Gottes Segen und dass die Liebe euch wirklich begegnen möchte. In Jesu Namen, Amen. Tschüss.